Wir wollen heute miteinander die Lehrrede, die erste Lehrrede von Neumann überschrieben, Urart, besprechen und lesen. Es ist eine Lehrrede, der die meisten von uns ja immer wieder begegnet sind. Und es gibt da ganz verschiedene Stadien der Annäherung. Manchmal und manchem mag sie als ein gewaltiges, dunkles Gebäude vorkommen, dann kann es wieder ein Stadium geben, wo sie einem so einen Augenblick lang ganz einfach vorkommt und man hat dann Schwierigkeiten hinterher, die Einfachheit wiederzufinden. Und man kann dann auch dazu kommen, dass man sieht, dass von da an, wo man mal wenigstens einen Moment gemeint hat, im Grunde ist sie ganz einfach, dass man von dem Augenblick an den Weg zu betreten beginnt, um ihrem Verständnis näher zu kommen. Am besten ist es, wir fangen einfach mal an, sie miteinander zu lesen. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Ukata im Lustwalde am Fuße eines Königsbaumes. Ukata liegt in der Nähe des Himalaya, sehr hoch oben. Wir dürfen uns also ruhig dabei vorstellen, vielleicht ist es für manchen erleichternd, dass diese gewaltige Rede, die von hoch oben herunter die Art des Erfahrens und Denkens der Menschen behandelt, dass die auch wahrscheinlich hoch oben im Antlitz der größten Gebirge gehalten worden ist. Dort nun wandte sich der Erhabene an die Mönche, ihr Mönche. Herr, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Der Erhabene sprach also: Aller Dinge Urart will ich euch weisen, ihr Mönche, höret es und achtet wohl auf meine Rede. Urart hat Neumann in recht gewaltiger Art übersetzt, aber es steckt ein bisschen etwas anderes dahinter. Unter einer Urart stellen wir uns gar zu leicht ein festes, unveränderliches, irgendeine unbewegliche Substanz vor. Es heißt im Grunde Wurzelart. Man kann auch sagen Wurzeldarlegung, Wurzelweise. Aller Dinge Wurzelart will ich euch weisen. Ja, o Herr, antworteten da jene Mönche dem Erhabenen aufmerksam. Der Erhabene sprach also: Da hat einer, ihr Mönche, nichts erfahren, ist ein gewöhnlicher Mensch, ohne Sinn für die Heiligen, der heilenden Lehre unkundig, der heilenden Lehre unzugänglich, ohne Sinn für die Edlen, der Lehre der Edlen unkundig, der Lehre der Edlen unzugänglich. Es mag uns zunächst etwas verwundern, der Erwachte hat doch versprochen, aller Dinge Urart, aller Dinge Wurzelart will ich euch weisen. Und nun beginnt die Lehrrede nicht, die Dinge sind nicht so, sondern so, sondern sie beginnt mit der Darstellung eines Menschentyps. Und die wir ja wohl durchweg diese Lehrrede schon früher mal gelesen haben, wissen ja, dass auch weiter hinten nichts anderes kommt als Menschen. Da ist einer, hier ein normaler Mensch, dann kommt der übende Mensch, dann kommt der Geheilte und dann kommt der vollkommen Erwachte. Es ist gut, wenn wir das von Anfang an im Auge behalten, dass als Antwort auf die Frage, was ist aller Dinge Wurzelart, der Erwachte nichts weiter tut als die Erlebnis und Denkweisen von vier Arten von Menschen hinzustellen. Das gibt uns gleich auch einen Hauptschlüssel in die Hand, wie wir uns am besten dieser Lehrrede nähern können. Sie ist keine Denkaufgabe, keine Aufgabe für den logischen Verstand, für Spekulationen, sondern sie ist einfach eine Bestandsaufnahme der Erlebnisweisen der vier Menschen, in der die Gründe dieser Erlebnisweise und die Folgen dieser Erlebnisweise mitgenannt sind. Und wir kommen ihr am besten näher, wenn wir im Grunde weiter nichts tun, als an der Hand des Erwachten diese vier Erlebnisweisen uns einfach mal so, wie sie da geschildert sind, zu betrachten.
Das wird uns heute Morgen sicher nicht gelingen. Es kann uns nur einen Ansatz dazu bringen. Das kann einen ein ganzes Leben und mehrere Leben begleiten, darauf sein Augenmerk zu richten. Wenn wir das tun, dann sind wir eigentlich schon vom Anfang an auf der Spur, auf die uns der Erwachte mit dieser Rede setzen will. Lassen Sie uns zunächst einmal diesen ersten Menschentyp betrachten. Wir haben ja oft über ihn schon gesprochen, in Pali heißt er der Putujjano, und wenn man das so liest, nichts erfahren, gewöhnlicher Mensch, ohne Sinn für das Heilige, der heiligen Lehre unkundig, unzugänglich, ohne Sinn für die Edlen, dann stellt man sich darunter gar zu leicht einen ganz armen, dumpfen Menschen vor, der eigentlich nur so für halbtierisches, vordergründigstes Sinn hat. Wir haben oft schon darüber gesprochen, wir wissen es alle, aber wir müssen es uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass dahinter sehr, sehr viel mehr steckt, dass darin die Tragödie der ganzen Wesenheit steckt, dass darin alles Suchen und alles Irren und alles Leiden verborgen ist, dass da der Zustand genannt ist, aus dem heraus wir ja alle an die Lehre herangekommen sind. Da hat einer nichts erfahren, wörtlich genommen nichts gehört. Nichts gehört. Wir werden gleich sehen, was damit gemeint ist, was er nicht gehört hat. Denn sehr viele Menschen gibt es ja, die haben sehr viel gehört, die haben einen sehr reich organisierten Geist mit sehr vielen Gedanken drin, die sie sehr subtil miteinander in Verbindung bringen können, die auf alles eine Antwort wissen, die alles sehr fein darstellen können. Aber wir müssen prüfen, ob das solche sind, die etwas erfahren haben. Der gewöhnliche Mensch, wie es hier übersetzt ist, der Putujjano, das hat eigentlich einen doppelten Sinn. Jano ist nicht nur der Mensch übrigens, hier natürlich auf den Menschen gemünzt, aber umfasst auch alle Wesen, das reicht auch über das Menschentum hinaus. Und was hier gewöhnlich genannt wird, dieses Putu, das hat, wie ich sagte, einen Doppelsinn. Einmal ist es das Flache, das Ausgebreitete, also die verbreiteten Menschen, so wie jeder im Grunde ist, der normale Mensch, würden wir auch sagen können. Und es hat noch die Bedeutung der getrennte, der vereinzelte Mensch. Es steckt auch in dem Putujjano, steckt auch das Expansion drin, das Ausbreiten wollen. Es ist also der Mensch, der ein Individuum ist, worauf er in der Regel sehr stolz ist, der Mensch also, der aus dem, was er so erlebt, einen Teil herausnimmt und sagt, das da bin ich und das da gehört zu mir als meine Interessenssphäre und das andere, das sind die anderen da draußen. Und so sind fast alle, das ist die Norm, das ist der normale Mensch. Und der ist ohne Sinn für das Heilende, ohne Sinn würde wörtlich heißen, ohne Blick, ohne Anblick, ohne das zu sehen. Der sieht das Heilende nicht. Bevor wir an die Lehre gekommen waren, haben wir keinen Blick für das Heilende gehabt. Wir haben es nicht gesehen. Wir sind genau in diese Kategorie gefallen. Und das erklärt es uns, was mit dem gemeint ist. Er hat nichts erfahren. Er hat nichts von dem Heilenden erfahren. Er hat den Ausweg nicht erfahren. Er ist ein Gefangener noch in dem Gefängnis seiner Gewahrung. Also ohne Blick für das Heilige, der heilenden Lehre unkundig, wörtlich genommen ungeübt. Darin sehen wir, dass das Heilige nicht allein, das Heilende nicht allein etwas für den Verstand ist, sondern dass es da der Übung bedarf. Ohne Sinn für die rechten Menschen, das wäre die wörtliche Übersetzung von für die Edlen, der Lehre der Edlen unkundig, in der Lehre der Edlen ungeübt. Zwei Dinge also sind ihm nicht zugänglich, die hat er nicht gehört, so wie wir sie nicht gehört hatten bis zu dem Augenblick, wo wir an die Lehre kamen, nämlich einmal die heilende Lehre, und zweitens die Lehre der rechten Menschen, die also auf dem Wege sind, von diesem Zustand dessen, der nichts gehört hat, die jetzt etwas gehört haben, die von da auf dem Wege sind, zu dem heilenden
hinzukommen, sich danach zu entwickeln, selber heil zu werden. Es deutet sich da ein ähnliches Begriffspaar an wie in der immer wiederkehrenden Ausdrucksweise der Lehre und Ordnung getreu, was ja wörtlich heißt, dem Gesetz der Lehre und dem Vinayo, also der Nachfolge, dem Weg der Nachfolge, den Regeln der Nachfolge getreu. All diese Dinge hat ein solcher normaler Mensch so wenig erfahren, wie wir es bis vor wenigen oder vielen Jahren erfahren hatten. Und nun wird geschildert, wie dieser Mensch, wenn wir uns, der wir ja selber waren, und wenn wir zurückdenken, graust es uns nachträglich noch, wie dieser Mensch erfährt und wie er denkt. Wir wollen es gerade mal zunächst in der Übersetzung von Neumann miteinander lesen und dann besprechen. Der nimmt die Erde als Erde. So denkt er Erde, denkt an die Erde, denkt über die Erde, denkt, mein ist die Erde und freut sich der Erde. Und warum? Weil er sie nicht kennt, sage ich. In diesem kurzen Satz steht sehr viel. Wir wollen versuchen, es uns aufzuschließen. Der nimmt die Erde als Erde. Nimmt, das heißt im Pali Sanjanati, er gewahrt. Wir würden normalerweise sagen, wenn wir gefragt werden, was gewahrt denn einer so normalerweise, und würden da an die Elemente denken, wir wissen ja, es kommen nachher noch Wasser und Luft und Feuer, da würden wir sagen, ja, der gewahrt Erde. Es heißt aber hier wörtlich, er gewahrt Erde als von einer Erde ausgehend. Das ist eine ganz, ganz haarfeine Schwelle, über die eigentlich die ganze Menschheit, die die Lehre nicht kennt, mit einem Schritt, mit dem Anfang des ersten Schrittes schon hinweggeht. Man könnte ja sagen, es würde genügen zu sagen, er gewahrt Erde. Aber auch der normale Mensch, der die Lehre nicht kennt, der weiß immerhin, wenn er einen Moment nachdenkt, und er weiß es manchmal auch im Erleben, ja gut, ich habe nicht, wenn ich Erde gewahre, dann habe ich ja nicht Erde im Kopf oder im Auge oder in Gedanken oder so wo. Es ist, er weiß auch, dass er gewahrt, aber er meint, das, was er gewahrt, das käme von etwas außerhalb seines Bewusstseins. Das sei von draußen verursacht. Und das ist der Sprung, mit diesem einen Schritt geht der Mensch, geht das Wesen zu weit, geht über das hinaus, was es je erfahren kann. Denn das haben wir ja vielfältig besprochen. Wir können in unserer ganzen Erfahrung nicht weiter gehen als bis zur Gewahrung. Alles, woran wir stoßen, sei es schwer oder leicht, sei es hart oder weich, sei es zart oder grob, wo wir dran stoßen, das ist Gewahrung. Es ist nicht nur Gewahrung. Gewahrung ist kein Nur, das ist unsere ganze Welt. Es ist Gewahrung. Wir haben ja endlos erlebt in früheren Jahren diese Diskussionen, wo es dann heißt, ja, aber wenn ich doch einen Baum sehe und ich gehe dann weg und nach einer halben Stunde oder nach einem Jahr komme ich wieder, dann ist der Baum doch immer noch da. Ich meine, je länger man sich damit beschäftigt, umso mehr merkt man, dass man bei all diesen Veränderungen, die man da registriert, ja wiederum nichts weiter registriert als Änderungen der Gewahrung. Da war erst die Gewahrung Baum, dann war die Gewahrung ich gehe weg, dann war die Gewahrung ich komme wieder, dann war die Gewahrung da ist ein Baum, dann war die Vorstellung, auch wieder eine Gewahrung, die Erinnerung, da war früher auch schon ein Baum, dann war wieder die Gewahrung, ich erinnere mich ja, ich bin früher schon da gewesen und ich weiß jetzt, ich bin wieder hingegangen und jetzt habe ich wieder die Gewahrung, der Baum ist immer noch da, also war der Baum doch die ganze Zeit da. Ich habe bei dieser ganzen Denkoperation gar nichts anderes gemacht als einen Gang in der Gewahrung. Weiter gar nichts. Also aus diesem, ich habe bewusst diese früher manchen vielleicht quälende Überlegungsreihe noch einmal hereingebracht,
um zu zeigen, wir gehen nur in Bewahrung herum mit allem, was wir erleben, tun und denken. Und deswegen ist das schon der entscheidende Schritt ins Abseits, wenn einer gewahrt und dann aber die Gewahrung als von außen verursacht aufnimmt. Und das, was hier geschildert ist, ist ja noch gar nicht das darüber nachdenken. Das kommt ja jetzt erst in dem folgenden Teil der Lehrrede, sondern das ist das unmittelbare Erleben. Das ist die Gewahrung, so wie sie aufkommt. Der Erwachte geht ja immer genau von da aus, wo wir im Augenblick stehen. Diese Sanya, diese Gewahrung, die da hereinkommt, die da eine Erde vorstellt und diese Erde sagt sozusagen, ich bin verursacht von einer Erde, die außerhalb der Gewahrung existiert, das ist das unmittelbar Zugängliche. Und das ist im Grunde, wir kennen es wieder, wenn wir an die Psychenlehre denken, das ist nichts anderes als das, was dort als das existenzielle Atom bezeichnet ist. Der Erlebnisaugenblick. Da ist immer drin Form, innere Form, äußere Form, ein Ich in Begegnung mit Begegnendem, so nennen wir es dann. Es ist drin Gefühl, es ist auch drin schon die allererste spontane Reaktion, eben verursacht durch das Gefühl. Das ist die Sanya, das ist der Erlebnisaugenblick und der unglückliche Putucheno, der unglückliche normale Mensch, der glaubt nun diesem Betrüger, der da zur Türe hereinkommt und sagt, ich komme von draußen. Es ist ein Vorgang, der uns erinnern mag an Betrugsfälle, die es nach dem Krieg häufig gegeben hat, wo Menschen ihre Angehörigen vermissten und dann kamen irgendwelche Leute und klingelten an der Tür, durch viele Jahre verändert und behaupteten, ich bin euer Sohn, ich komme von draußen, ich bin euer Sohn. Und der normale Mensch, jeder Mensch, der die Lehre nicht kennt, der fällt auf diesen Betrüger herein. Durch das Hingezogensein zu dem Angehörigen vertraut er blindlings dieser Erfahrung, die er ja macht, dass da einer kommt und sagt, ich bin der Sohn. Womöglich hat er noch irgendwelche Erkennungszeichen, er weiß irgendwas, er hat sich vorher erkundigt, wie auch immer er das gemacht hat. Er schauspielert, als sei er der Sohn und dem wird geglaubt. Und so kommt die Gewahrung auf uns zu und als ein Betrüger, der behauptet, ich komme von draußen und dem wird geglaubt. Man gewahrt Erde als von einer Erde ausgehend. Das ist der erste Schritt und damit ist es nicht getan. Würde man das entlassen, Gewahrung ist ja etwas Vergängliches, dann wäre nichts weiter geändert, dann wäre nichts gemehrt und nichts gemindert. Aber nun setzt sich ein fürchterlicher Apparat in Gang. Jetzt geht es los und hat er die Erde als von einer Erde ausgehend gewahrt, ist er also auf den Betrüger hereingefallen, so denkt er Erde. Denken heißt hier nicht Vitaka, nicht betrachten oder erwägen, sondern es heißt Manyati, das ist immer das Vermeinen. Er denkt Erde. Er hat also eben diese Gewahrung gehabt und jetzt meint er, das ist Erde. Er hat die Erde gerade als von draußen kommend genommen und jetzt zieht er einen Schluss darüber. Jetzt das war seinen falschen Glauben, den übersetzt er jetzt in Gedanken. Jetzt sagt er nicht etwa, was müsste er denn sagen, wenn er genau wäre, wenn er ganz unvoreingenommen wäre. Er müsste doch sagen, da war die Gewahrung Erde, die so tat, als käme sie von draußen, als käme sie von etwas außerhalb der Gewahrung, als wäre da draußen eine Erde. Das war. Mehr dürfte er nicht sagen. Denn mehr hat er nicht erfahren. Aber weil er dem Betrüger glaubt, der so aussieht, als käme er von draußen, deswegen wiederholt er jetzt diesen Vorgang im Denken. Er denkt jetzt, ah, das ist Erde, das kommt von da draußen. Und damit vertieft er nun diese Spaltung, die er im Denken schon hatte. Er ist nur in Gewahrung herumgegangen bei dem unmittelbaren Erlebnis. Da war sonst gar nichts als Gewahrung.
Ein Betrüger, der etwas plapperte, alles miteinander gewahrung. Und jetzt schiebt er da im Denken den Keil dazwischen und sagt, ja, das habe ich zwar gesehen, aber das kommt von draußen. Es kommt von draußen, weil ich es ja gesehen habe. Das nimmt er geradezu als Beweis dafür. Das Betrogenwerden nimmt er als Beweis dafür, dass etwas da sei. Ich habe es doch gesehen. Er hat aber keinen Baum gesehen, der draußen ist. Er hat keine Erde gesehen, die außerhalb der Gewahrung ist. Er hat Gewahrung gewahrt, weiter gar nichts. Und das übersieht er und wiederholt es jetzt im Denken. Jetzt setzt dieser schreckliche Kopierautomat ein. Die Gewahrung war da und jetzt wiederholt er es im Denken, den Betrug, auf den er hereingefallen ist. Er denkt Erde. Er denkt an die Erde. Statt an Gewahrung zu denken, denkt er an die Erde. Er denkt über die Erde, das heißt wörtlich wieder, er denkt als von einer Erde ausgehend. Statt zu denken, dürfen wir für uns hinzusetzen, statt zu denken, von Gewahrung ausgehend. Jetzt fängt er nämlich an, darüber nachzudenken, wie will ich es denn machen, damit es mir besser geht. Ja, da muss ich die Erde verändern. Da macht er sich Sorgen, stirbt unser blauer Planet, ne, da kommt gleich hinterher die Umweltverschmutzung oder das Baugrundstück oder der Wohnraum oder was es sein soll. Da geht jetzt diese ganze Weltausbreitung los, weil er meint, das müsste er ändern. Er merkt nicht, dass er Gewahrung ändern müsste. Und er denkt, mein ist die Erde. Man kann das in verschiedener Weise übersetzen. Mein ist die Erde. Die Übersetzung ist richtig. Man kann genauso gut auch noch sagen, für mich ist Erde da. Oder ich habe Erde. All das, mit dem wir unseren Umgang, unseren Bezug mit unseren Erlebnissen ausdrücken. Mein Vater, meine Mutter, mein Haus, meine Wohnung. Morgen gibt es für mich das und das. Ich habe das und das. Ich muss das und das machen. Dies und jenes steht mir bevor. All das kommt aus diesem Überschreiten dieser hauchzarten Schwelle, die angefangen hat mit der Sanya, an der wir ja nichts ändern können zunächst, nichts unmittelbar ändern können, die so ankommt, aber was wir jetzt mit dem Denken vertiefen. Ja, und zwar zeigt der Erwachte, dass dieser Vorgang seine Reihenfolge in sich hat. In dem Erlebnisaugenblick, da haben wir ja drin, einen Erleber in Begegnung mit Erlebtem. Und wenn wir uns nun damit auseinandersetzen, da fängt die Reihenfolge nun mit der Erde an. Das fängt nicht mit Ich an. Wenn wir an gestern denken, wo Herr Debes auf diese rote Linie zeigte und sagte, im Laufe der Leben ändert sich zwar der Körper andauernd, aber die ändern sich im Grunde recht wenig. Dann wird uns das verständlich, warum wir zunächst mit dem Außen anfangen, uns auseinanderzusetzen. Es fällt uns ja eigentlich immer nur das auf, was sich verändert. Was so ungefähr gleich, je weniger etwas sich ändert, je mehr etwas gleich bleibt, umso weniger ist es für uns auffallend. Und an unserem innersten Ich, da ändert sich zwar manches, aber das ändert sich in kleinen Etappen in der Regel. Aber an allem, was wir so als Außen ansehen, da ist dauernd wilde Bewegung und deswegen fällt uns das auch zuerst auf und da hakt unser Denken ein und macht aus der Begegnung, die in der Gewahrung erlebt wird, setzt es zunächst einmal eine Welt raus und denkt Erde an Erde, von Erde ausgehend. Aber nun, was weiterkommt, ist jetzt ganz zwangsläufig. In der Gewahrung, da war ja ein Erleber drin, da war ja ein Ich erlebt worden, da war Gefühl erlebt worden. Das wird ja nun immer mehr gespannt. Je mehr ich nach der einen Seite da im Denken dann eine Welt heraustreibe, umso mehr meldet sich dann das erlebte Ich und will damit in Beziehung gebracht werden. Und deswegen setzen wir dann diese Denkmaschinerie setzt dann in Beziehung zu dem, was wir erlebt haben, ein Ich. Was hat das für mich zu bedeuten? Das gehört mir, das muss ich haben, das will ich nicht haben. Und so ist dann im Denken die ganze Welt aufgebaut, aus einer Gewahrung heraus, auseinandergezogen, ausgebreitet. Papancheti.
Und warum? Weil er sie, halt, ich habe was übersehen. Und mein, mit diesem Mein ist die Erde, mit diesem In-Beziehung-Setzen zu dem als ich gewahrten Teil der Gewahrung, da ist nun zwangsläufig das Nächste verbunden. Und, wie es hier heißt, freut sich der Erde, abhinandeti, was wir gestern besprachen, er sucht Befriedigung bei der Erde. Er nimmt das Objekt, was er erlebt hatte, die scheinbare Welt, die nimmt er als Gegenstand seiner Befriedigung. Befriedigung ist auch in sich ja schon immer etwas Gespaltenes. Befriedigen will sich ja nur einer, der sich unbefriedigt fühlt und der etwas anderes auf sich zukommen sieht und das nun danach abtastet, ob es ihm wohl tut oder ob es ihm weh tut. Freut sich der Erde ist also nicht nur, umfasst nicht nur das Freuen, sondern Befriedigen umfasst genauso auch das Abgestoßensein. Das umfasst beide Seiten. Er sucht dort seine Befriedigung und da tut ihm das eine wohl und das andere tut ihm nicht wohl. Und da ist dann die Grenze vom Geist in das Herz hinein ganz deutlich überschritten. Und warum tut er das? Weil er sie nicht kennt, sage ich. Nicht kennt, das heißt wörtlich, weil er nicht durchschaut hat. Wenn man es ganz genau anschaut, steht da im Pali gar nicht, weil er sie nicht kennt, weil er die Erde nicht kennt, sondern weil er nicht durchschaut hat. Es steht da gar kein sie. Man kann es deutlich daran sehen, Erde ist weiblich und nicht durchschaut, das steht im Nominativ Neutrum. Das kann also gar nicht dasselbe sein. Es ist ganz allgemein gemeint, weil er nicht durchschaut hat, nämlich diesen ganzen Vorgang. Er hat nicht durchschaut, dass ein Betrüger durch die Tür kam, der sein Sprüchlein sagte. Er hat naiv seiner Erfahrung getraut und darauf eine ganze Welt aufgebaut, ein Ich aufgebaut, beides in Beziehung gesetzt, sucht dort seine Befriedigung, weil er das nicht durchschaut hat. Das ist nur mal an dem Beispiel des festen Elements der Erde, das, was uns zunächst mal das Handgreiflichste ist, gezeigt. Und nun zeigt es der Erwachte noch an vielen anderen Dingen, aber ich möchte zunächst noch zur Verdeutlichung einen Vergleich bringen des Erlebens dieses unglücklichen, nicht heilskundigen Menschen. Stellen wir uns vor, wir kennen ja wohl alle so kleine Dia-Betrachter, die allerbilligste Sorte. Das ist so ein kleines Kästchen. Auf der einen Seite ist ein Guckloch zum Durchgucken. Ringsum ist es geschlossen und die Hinterwand wird sozusagen gebildet von dem durchsichtigen Farbfoto. Das hält man sich dann so ans Auge gegen den Himmel und sieht durch und dann sieht man ein schönes Bild. Stellen wir uns mal vor, ein Blindgeborener würde operiert, dass er sehen kann. Das ist der Teil, wo das Beispiel hinkt, vergessen Sie es gleich wieder, ist nur zum Verständnis der Situation. Und dann hält man ihm als allererstes, wenn er die Augen aufschlägt, hält man ihm gleich oder bindet ihm ans Auge so einen Dia-Betrachter. Dann guckt er da durch. Dann muss dieser Mensch doch denken, das sei ein Fernrohr. Er würde da hinausschauen, in eine Welt hinausschauen. Da draußen wär's so und so. Dabei ist das alles nur in dem Kästchen drin. Das Kästchen, das ist der Vergleich für Gewahrung. Und der nicht heilskundige Mensch, der guckt in die Gewahrung hinein und meint, es wäre ein Fernrohr. Er würde durch die Gewahrung hinausschauen, durch die Gewahrung durch, hinter die Gewahrung auf das Eigentliche, auf das Wirkliche, was dahinter wäre. Er meint, Gewahrung, naja, das ist so, sind so elektrische und chemische Vorgänge im Hirn, aber das Eigentliche, das ist das, was dahinter ist. Und da gucke ich jetzt hinaus. Und in Wirklichkeit guckt er nur in seinem Kästchen rum. Er sieht nichts weiter als Gewahrung. Das ist im Grunde die Situation, die hier geschildert wird. Und daraus zieht er nun seine Schlüsse. Da setzt er diesen ganzen Weltausbreitungsapparat in Gang. So bei der Erde und so beim Wasser. Er gewahrt das Wasser als von Wasser ausgehend. Und hat er das Wasser als von Wasser ausgehend gewahrt, so denkt er Wasser, denkt an Wasser, denkt vom Wasser ausgehend, denkt, mein ist Wasser, ich habe das Wasser. Das Wasser hat für mich etwas zu bedeuten, ist für mich da
und sucht Befriedigung beim Wasser. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat. Er meint, er schaut durch, aber er schaut rein. Er nimmt das Feuer als Feuer. Und hat er das Feuer als Feuer genommen, Feuer als von Feuer draußen ausgehend gewahrt, so denkt er Feuer, denkt an das Feuer, denkt als vom Feuer ausgehend, denkt, mein ist das Feuer und sucht Befriedigung beim Feuer. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat. Er gewahrt Luft als von Luft ausgehend. Und hat er Luft als von Luft ausgehend gewahrt, so denkt er Luft. Was müsste er denn denken? Immer wieder müssen wir es uns in Erinnerung rufen, selbst beim Lesen dieser Lehrrede. Er müsste denken Gewahrung. Er müsste denken Gewahrung. Wir denken vielleicht, es ist viel zu umständlich, das kann kein Mensch. Aber das kann zu einem leisen Begleiter werden. Wenn ich Auto fahre, da denke ich ja auch nicht, jetzt muss ich die Bremse treten, jetzt muss ich die Kupplung treten, jetzt muss ich Gas geben, jetzt muss ich schalten. Sondern ich habe das mal geübt, ich habe das mal richtig gelernt, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, aber nachher, da geht's von alleine. Und so kann einem diese Abgrenzung zur Gewohnheit werden. Wenn es auch nicht immer gelingt, aber man kann das hineinbekommen, dass man sich immer wieder dabei erwischt, dass das sogar in die Gewahrung hineingeht, dass man eben nicht von der Gewahrung ausgehend dann gleich blind dieser Erfahrung vertraut, blind dem Geplapper des Betrügers traut, sondern zumindest sagt Vorsicht. Oder einfach so ein Gefühl hat, da ist was nicht in Ordnung, auch wenn man es im Moment, in der Eile, im akuten Augenblick nicht formulieren kann. Aber man hat doch ein bisschen Distanz davon. Er gewahrt Luft als von Luft ausgehend und hat er die Luft als von Luft ausgehend gewahrt, so denkt er, der normale Mensch, Luft, denkt an die Luft, denkt von Luft ausgehend, denkt, mein ist die Luft und freut sich der Luft. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat. So bei allen vier Elementen, und das ist ja der Ausgangspunkt der ganzen Naturwissenschaften, die unser ganzes Weltbild heute bestimmen, die bis in die vordergründigsten Tagesereignisse hinein das Tun und Lassen der Menschen bestimmen. Heute sind die Gesellschaftswissenschaften dran, man guckt, was die Wesen draus tun, und das ist jetzt das Nächste. Er nimmt, hier heißt es, die Natur als Natur. Genau besehen ist das eine Mehrzahl, das andere Einzahl. Es würde also heißen, er gewahrt die Wesen als von der Natur ausgehend. Und das ist ja heute die allgemeine Auffassung. Jeder denkt, die Wesen, die Menschen, die Tiere, die entstammen irgendeiner Natur draußen und haben sich im Wege einer langen Entwicklung ebenso zum Bewusstsein hochentwickelt. Das sind irgendwelche chemischen Reaktionen und dann setzt da der Automatismus der Auslese ein und dann kommen diese merkwürdigen Gebilde, die da so auf den verschiedenen Planeten herumlaufen, einschließlich des nackten Affen, des Menschen, das kommt da so zustande. Das ist genau unsere Naturwissenschaft, das ist unser heutiges herrschendes Weltbild. Er gewahrt die Wesen als von Natur ausgehend und hat er die Wesen als von Natur, wörtlich von Gewordenem, genommen, so denkt er Wesen, denkt an Wesen, denkt von Wesen ausgehend, denkt, mein sind die Wesen, mein Vater, meine Mutter, meine Frau, mein Freund, mein Feind, mein Chef, die ganze Welt der Wesen drumherum, und nimmt die Wesen als Gegenstand der Befriedigung, sucht Befriedigung bei den Wesen. Das ist ja unser Haupt, bei den meisten Menschen ist das das Hauptanliegen, anerkannt werden, Gemeinschaft haben, mit anderen sprechen können, mit anderen die Sorgen teilen, Sorgen abgenommen bekommen. Und immer auch hier der gleiche Vorgang. Man setzt die einem begegnenden Wesen in Gedanken heraus aus der Gewahrung. Die kommen von draußen. Hier bin ich und dort sind die anderen. Man setzt da einen Spalt hinein. Das ist die Ursache letztlich auch aller Feindschaft. Das ist genau das, wovon die Weisen das Gegenteil sagen. Die sagen doch, wenn dir ein Wesen begegnet, dann musst du denken,
Tatvam Asi, das bist du. Da begegnet dir Wollendes, da begegnet dir Gewahrung und da mach keine Grenze dazwischen. Mit dieser Art zu denken, hier bin ich und dort sind die Wesen, da setze ich diesen Spalt dazwischen, aus dem Nichtbeachtung, Rücksichtslosigkeit, Feindschaft, alles hervorgeht. Aber immer liegt die Grenze schon an dieser haarfeinen Schwelle in der Gewahrung, wo die Wesen als von Gewordenem, als von Wesen, als von außerhalb kommend aufgenommen werden, wo man übersieht, das Ganze ist Gewahrung. Nicht meine Gewahrung, sondern das Ganze ist Gewahrung. Auch bei der Begegnung mit dem Belebten, bis jetzt bei Erde, Wasser, Feuer, Luft, da hatten wir es ja mit der Materie, mit dem Toten zu tun, aber auch bei dem Belebten ist es kein Haar anders. Er gewahrt die Götter als von Göttern ausgehend. Wir sind hier immer noch beim normalen Menschen, der nicht erfahren hat, der die Lehre nicht erfahren hat, der keinen Blick für das Heilende hat. Er gewahrt die Götter als Götter, das ist noch nicht der Punkt, wo es heißt, und hat er gewahrt, so denkt er so und so, das ist noch nicht das darüber nachdenken, das ist einer, natürlich fällt darunter auch das denkerische Vorstellen, aber das ist auch einer, der, stellen Sie sich mal einen vor, der Geistwesen gewahrt, der sich also psychisch unter Umständen schon ganz schön gereinigt hat, der fällt auch noch unter diese Kategorie. Da gewahrt einer Götter und gewahrt sie aber als von draußen kommend. Wird ja in vielen Lehrreden geschildert, wie irgendwelche Asketen oder Einsiedler oder Seher, die irgendein übersinnliches Erlebnis haben und dann daraus ganz falsche Schlüsse ziehen. Wir kennen ja die Erzählung von Sakko, bei Sakkos Fragen, der sagte, er sei auf seiner Suche nach der Wahrheit, wenn er einen Waldeinsiedler irgendwo sah, zu dem hingegangen und habe ihn gefragt, wie ist denn dies oder jenes? Aber dieser Waldeinsiedler, statt ihm die Fragen zu beantworten, der habe dann gesagt, ich habe den Götterkönig gesehen, was habe ich erlebt, von draußen ist da einer zu mir gekommen und er hat ihm seine Fragen nicht gelöst. Also auch in dem ganzen Bereich des Übersinnlichen, des Okkulten, aber auch im ganzen Bereich der Religion, und wir werden sehen, bis in die höchsten Bereiche der Religion hinein, soweit irgend Gewahrung reicht, wird immer und immer, wo die Lehre nicht gekannt wird, diese feine Schwelle überschritten, hier bin ich und das andere ist da draußen. Und hat er die Götter als von Göttern ausgehend gewahrt, so denkt er Götter. Er denkt nicht Gewahrung, er denkt nicht, hier hat sich Gewahrung gewandelt, hier hat sich Gewahrung verfeinert, es ist aber immer noch Gewahrung, sondern er denkt, da draußen sind Götter und die erlebe ich jetzt. Denkt an Götter, denkt von Göttern ausgehend, denkt, mein sind die Götter. Ich weiß, als ich das zum ersten Mal las, kam mir das merkwürdig vor. Wie kann einer denken, mein sind die Götter, ist doch umgekehrt. Gottes Kindschaft und was wir alles im Religionsunterricht gelernt haben. Aber was ist denn der Ausruf eines in Not befindlichen christlichen oder mohammedanischen oder sonstigen einer Glaubensreligion anhängenden Menschen, der sagt, mein Gott. Und umgekehrt liest er in der Bibel, ich bin der Herr, dein Gott. Auch da diese Ich-Du-Spaltung. Und freut sich der Götter, nimmt die Götter als Objekt der Befriedigung. Ein wirklich religiöser Mensch, der hat ja das andere, die Materie und die Mitwesen, mehr oder weniger zurückgestellt. Aber hier, da gehört seine ganze Aufmerksamkeit, sein ganzes Streben, sein ganzes Sehnen hin. Da sucht er seine Befriedigung, er meint, das sei Friede, den er da finden könne. Aber es ist Befriedigung, solange er noch die feine Schwelle überschreitet, da kommt etwas von draußen. Und hier bin ich, da ist die Spaltung, da ist der Zwiespalt, da ist die Zwiesal. Er nimmt den Herrn der Zeugung, übersetzt Neumann, wörtlich heißt es den Herrn der Schar, das ist ein göttliches Wesen im Bereich der sinnlichen Götter, wohl bei den 33 Göttern. Es ist mir nicht ganz klar,
welcher gemeint ist, ob es der nächste, die nächste Gottheit nach Sakko, dem Götterkönig ist, oder ob es ein früherer Götterkönig ist. Jedenfalls ist damit ein hohes Wesen im Bereich sinnlich wahrnehmbarer, im Bereich sinnlicher Götter gemeint. Er nimmt den Herrn der Schar als Herrn der Schar, und hat er den Herrn der Schar als von einem Herrn der Schar kommend genommen, so denkt er den Herrn der Schar, denkt an den Herrn der Schar, denkt über den Herrn der Schar, denkt, mein ist der Herr der Schar, und sucht Befriedigung beim Herrn der Schar. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat. Nun geht es immer noch weiter hinauf. Es öffnet sich jetzt sozusagen der ganze Götterhimmel. Er gewahrt den Brahma als von einem Brahma ausgehend. Das muss also schon ein Mensch sein, der sich von dem gesamten Sinnendurst gereinigt hat. Sonst kann er ja nicht ein brahmisches Sein gewahren, wo kein Unterschied mehr zwischen einem Ich und Du gemacht wird, wo die ganze Welt umspannt wird, alle Wesen umspannt werden. Dass die Gewahrung hat der. Aber er denkt eben, ich bin zu Brahma gelangt. Wir lesen das ja auch, wenn wir aufmerksam drauf sind. Wir werden es wieder finden in den Lehrreden, wenn der Weg von Brahmanen geschildert wird, wie sie zu Brahma kommen, dass sie sich läutern und dann eben denken, ich läutere mich, ich war befleckt oder ich bin befleckt, ich treibe jetzt die Flecken aus und dann steige ich hoch und dann komme ich in einen Bereich, der da draußen ist, und dann bin ich in dem Bereich und breite mein ganzes Ich aus, hat er wieder zweierlei. Da ist wieder die Spaltung drin, wieder die haarfeine Schwelle überschritten. Er gewahrt Brahma als von einem Brahma ausgehend, und hat er Brahma als von einem Brahma ausgehend gewahrt, so denkt er Brahma, denkt an den Brahma, denkt von Brahma ausgehend, was muss man tun, um zu Brahma zu kommen, wie verhält sich Brahma, wie stellt er sich gegenüber den Wesen ein, wie lange besteht er, denkt, mein ist Brahma, mein Gott, und sucht Befriedigung bei Brahma. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat. Jetzt sind wir sogar schon in dem Bereich, wo wir die Schwellen der Mystik zu überschreiten beginnen. Und über dem ganzen Kapitel steht immer noch das normale, nicht heilskundige Wesen. Wir würden da sicher nicht mehr sagen, der gewöhnliche Mensch. Das sind Wesen, die an Läuterung, an Reinigung, an Anstrengung weit, weit über uns stehen. Nur eben das Haar nicht überschritten haben. Oder vielmehr es überschritten haben, darüber gestolpert sind. Er nimmt die Leuchtenden als Leuchtende, die Strahlenden als Strahlende, die Gewaltigen als Gewaltige. Das sind immer noch weitere, höhere Wesen der Brahma-Welt, der reinen, übersinnlichen Welt. Und hat er die Gewaltigen als Gewaltige gewahrt, so denkt er Gewaltige, denkt an die Gewaltigen, denkt als von Gewaltigen ausgehend, hier bin ich und dort sind die und jetzt hebe ich mich empor, jetzt bin ich näher, jetzt habe ich sie gesehen, jetzt bin ich hingelangt, jetzt umfasse ich das alles. Denkt, mein sind die Gewaltigen und sucht Befriedigung bei den Gewaltigen. Also selbst diese Bewusstseinserweiterungen, diese großen, großen Herzenslösungen ohne Kenntnis der Lehre, ohne Kenntnis der Lehre, das muss man ganz dick unterstreichen. Selbst die führen nicht heraus, selbst die sind in diesem Irrtum befangen. Hier bin ich und hier ist etwas außerhalb und da hebe ich mich nun hin. Und warum? Weil er sie nicht kennt, sage ich. Er gewahrt den Übermächtigen als Übermächtigen, und hat er den Übermächtigen, als von einem Übermächtigen gewahrt, so denkt er den Übermächtigen, denkt an den Übermächtigen, denkt über den Übermächtigen, also wieder als von einem
Übermächtigen ausgehend, als wäre er da draußen, und sucht Befriedigung beim Übermächtigen. Und warum? Weil er ihn nicht kennt. Der Übermächtige, Abhibhu, der über dem Gewordenen Stehende, das ist einerseits ein häufiger Beiname von Brahma. Brahma bezeichnet sich auch selber so. Sie kennen es vielleicht aus der Lehrrede Brahmas Heimsuchung, wo der Brahma, zu dem der Erwachte kommt, sagt, ich bin Brahma, der Übermächtige, der Unübermächtige, der Erhalter, der Schaffer, der Ewige, der Unvergängliche. Aber es ist nicht nur dies. Der Übermächtige ist eben der, der überwunden hat, der Sieger. Der Brahma meint, er sei es, aber die Bezeichnung der Überwinder, der Übermächtige, wird auch gebraucht, zum Beispiel in den Bruchstücken, in einem Vers 934 vom Erwachten. Und er wird auch gebraucht vom Heiligen in M26 zum Beispiel. Da wird gesagt, das ist überhaupt erst der Sieger, der überwunden hat. Und da wir nachher, wie wir sehen werden, bei all der Erfahrnis der abstrakten Begriffe auch als höchstes das Nibbana, die Vorstellung Nibbana genannt finden, haben wir hier allen Anlass anzunehmen, dass hier mit dem Übermächtigen, nachdem ja vorher schon alle vier brahmischen Welten genannt sind, nicht ein Beiname von Brahma, entsprechend der alten indischen Tradition, gemeint ist, sondern dass hier das Höchste gemeint ist, was man, wo überhaupt noch Formen erlebt werden, wahrnehmen kann, nämlich einen Heiligen und einen Erwachten. Und in der Tat, so tritt uns ja zunächst auch ein Erwachter entgegen. Das sind, wenn wir uns körperlich vorstellen, bei den Menschen, die einen Erwachten unter sich hatten, da kam aus der Schar von Wesen, die nahmen die Wesen als von Wesen ausgehend, hier bin ich, da sind die anderen. Da kam unter diesen Wesen, da war einer, der hatte was Besonderes. Es war aber auch ein Wesen. Und dann hieß es, das sei der Erwachte. Der sei erwacht, dieses Wesen. Aber das ändert zunächst mal, solange die Lehre nicht Wurzel, tief Wurzel gefasst hat, ändert es nichts daran, dass auch dieses Erlebnis genauso hereinkommt wie jedes andere Erlebnis. Dass einer zunächst sagt, ja, hier bin ich und dort ist der Erwachte. Und der belehrt mich jetzt. Und der bringt mich zum Nibbana, der bringt mich zur Erlösung, der erlöst mich. Wir werden noch im Näheren besprechen, werden wir es vielleicht nicht begreifen, aber es wird uns vielleicht etwas zugänglicher werden, dass das gar nicht geht. Denn mich, denn ich kann man nicht erlösen, den kann man nur aufgeben, den kann man nur durchschauen. Das ist also jetzt der ganze Bereich zunächst gewesen, der Vielfalt, der sinnliche Bereich, endend mit den sinnlichen Göttern, der formhafte Bereich, die ganzen brahmischen Wesen und an der obersten Spitze, als oberste Spitze des Bereichs, wo man noch, und zwar von uns aus gesehen, wo man noch Vielfalt erlebt, das ist ein Erwachter, das ist das höchste Erlebnis, was man so schauen, hören kann. Und nun geht es aber noch weiter in der Schilderung der Bewusstseinserweiterungen, die selbst bei einem der Lehre Nichtkundigen möglich sind und wo immer die Schwelle zu schnell überschritten wird. Er gewahrt die unbegrenzte Raumsphäre als von einer unbegrenzten Raumsphäre ausgehend. Er reinigt sich also so, dass er gar nicht mehr auf die Vielfalt der Formen achtet, dass er erfährt, dass es ja im Grunde gleich ist, ob die Wand hier so rum oder so rum geht, es ist Drinnenraum, es ist Draußenraum, die Grenzen, die Abgrenzungen, die ändern sich dauernd, die rieseln hinaus und hinein, es ist Drinnenraum, es ist Draußenraum, am Raum ändert sich nichts. Wenn das einer richtig vollzieht, in der Vorstellung immer wieder vollzieht, auf der Grundlage einer großen, großen Läuterung, dann ist ihm wirklich die Veränderung einzelner Formen nicht mehr wichtig, dann achtet er nur noch auf den Raum, dann erfährt er schließlich nur noch diese große, große Weite. Aber eben in der Weise des noch nicht Belehrten, nicht als Änderung der Gewahrung, sondern ich habe jetzt mich gereinigt von all diesen Abfällen
Und jetzt betrete ich sozusagen den Raum der Unbegrenzten, denn ich betrete den unbegrenzten Raum. Auch wieder die Zwieheit, die Zwiesal. Und hat er die unbegrenzte Raumsphäre als von einer unbegrenzten Raumsphäre ausgehend gewahrt, so denkt er unbegrenzte Raumsphäre. Er setzt also wieder etwas hinaus aus der Gewahrung. Denkt an die unbegrenzte Raumsphäre, denkt von einer unbegrenzten Raumsphäre ausgehend, denkt, mein ist die unbegrenzte Raumsphäre, ich bin dahin gekommen oder ich will dahin kommen, ich will dieses Erlebnis immer wieder haben und sucht Befriedigung bei der unbegrenzten Raumsphäre. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat, weil er nicht dieses feine Haar, das die Schwelle bildet, gesehen hat. Er gewahrt die unbegrenzte Bewusstseinssphäre, Vijnana-Sphäre, als von einer unbegrenzten Vijnana-Sphäre ausgehend, also noch einen Schritt weiter. Der ist noch weiter gegangen im Durchschauen, aber immer noch im Durchschauen innerhalb des Dia-Betrachters. Er ist noch weiter gegangen. Er hat gemerkt, ja, nachdem man nun alle Formen vergessen hat, alle Begrenzungen vergessen hat, den Bereich des unbegrenzten Raumes betreten hat, dann merkt er irgendwann, ja, was soll das überhaupt? Da ist ja keine Abgrenzung mehr drin. Was soll da die Vorstellung Raum? Das ist im Grunde nur, Raum ist nur eine Gewöhnung, eine Denkgewöhnung. Das kommt noch von den Abgrenzungen her. Zwischen dem und dem, Raum ist etwas Begrenztes, hier ist aber unbegrenzt. Raum, das war Gewöhnung. Das Unbegrenzte ist Gewöhnung. Jetzt ist er wieder einen Schritt weiter, jetzt bildet er sich danach, aber er fasst eben auch diesen Bereich des unbegrenzten Bewusstseins, vielleicht habe ich eben den Ausdruck Gewöhnung nicht richtig gebraucht, denn den kann eigentlich einer nur gebrauchen, der die Lehre kennt, der merkt eigentlich erst, dass das nur Gewöhnung ist. Der andere wird das als den Raum, wie es Neumann übersetzt, eines unbegrenzten Bewusstseins auffassen. Und wir lesen ja auch wirklich in manchen religiösen Schriften, in manchen Schriften von Mystikern, dass die, die Erfahrnis haben, einen Bereich unbegrenzten Bewusstseins zu betreten. Die sprechen von einem kosmischen Bewusstsein, das alles umfasst und aus dem das Einzelbewusstsein sich abgetrennt hat. Und nun gehe ich von dem getrennten Bewusstsein in das kosmische Bewusstsein hinaus. Klingt sehr kompliziert, ist auch alles sehr kompliziert. Es ist im Grunde aber immer wieder dasselbe. Da ist einer. Ich, sei es ein ganz begrenztes, ein ganz dumpfes, ein ganz zerhacktes und vielfältiges Ich, sei es ein ganz, ganz weites und reines Ich. Und dieses enge und zerhackte oder weite oder reine Ich, das gewahrt etwas und meint, es sei außerhalb. Ob dieses außerhalb nun wiederum, ob das Erde, Wasser, Feuer, Luft ist, etwas Kleines, Enges, Schweres, Dumpfes, Vielfältiges, oder ob das etwas Großes und Einheitliches ist, immer diese Spaltung, ich gewahre etwas. Er gewahrt die Nicht-Daseinssphäre, genauer übersetzt die Sphäre der Nicht-Etwasheit, als von einer Sphäre der Nicht-Etwasheit ausgehend. Das ist dann der über das über diese Bewusstseinssphäre schon hinausgewachsen ist, der sich da sagt, ja, das ist ja gar nicht etwas, das ist ja, ja, etwas ist das nicht, Bewusstsein, da sind ja keine Gegenstände mehr drin. Wir können uns nur mit den Ausdrücken so herantasten. Da ist gar nichts, da ist nicht etwas. Aber dann denkt er eben, außerhalb, hier bin ich, und da draußen ist das große Nichts. Und da gehe ich jetzt hinein, im Grenzenlosen zu verschwinden, wie Goethe sagt, da erweitere ich mich jetzt, da löse ich mich auf. Und wieder haben wir die Spaltung, nur eine feinere Spaltung eben, aber es ist eine Spaltung. Und wieder setzt da, wenn er aus diesem Erleben, aus dieser Erfahrnis zurückkehrt, setzt wieder der ganze Denkapparat, diese ganze fürchterliche Zerhackmaschine ein, die da sagt, und hat er die Sphäre der Nicht-Etwasheit als Nicht-Etwasheit genommen, so denkt er die Nicht-Etwasheit, denkt an die Nicht-Etwasheit,
denkt über die Sphäre der Nicht-Etwasheit, denkt, mein ist die Nicht-Etwasheit, ich habe es erreicht, und befriedigt sich bei der Nicht-Etwasheit. Also selbst bei einem, der die Lehre nicht kennt, der diese Schwelle nicht zu überschreiten gelernt hat, selbst wenn der diese ungemeine, für uns gar nicht vorstellbare Entlastung erfährt, dass alle Formen und aller Raum und alle Gedanken an selbst kosmisches Bewusstsein, Nicht-Etwasheit, da wo das alles weiter und weiter wird, selbst einer, der diese Entlastung erfährt, aber eben nicht den ersten Schritt, den ersten kleinen Schritt, den er macht, gemerkt hat. Selbst bei dem ist diese Entlastung immer noch ein Befriedigen, solange er diese Spaltung nicht aufgehoben hat. Hier bin ich und da draußen ist irgendein Gegenstand, ein Raum, eine Sphäre, ein Nichtraum, ein Nichts, was es auch immer sei, und da hinein löse ich mich auf oder da gehe ich hinein. Auch der ist noch in einem Gefängnis. Das ist zwar ein Luxusgefängnis, ein erhabenes Gefängnis und ein Gefängnis, vor dem man Ehrfurcht haben kann, wenn man die Läuterung daran betrachtet, die nötig ist, um dahin zu kommen, die große Herzensreinheit, die jemand sich erworben haben muss, um solche Zustände, die äonenlang dauern können, viele, viele Äonen, unvorstellbare Zeiträume, um die zu erlangen, das sind großartige Dinge, aber er ist im Gefängnis. Ob ein Gefängnis ist ein Gefängnis, ob das ein weites oder ein kleines ist. In Sibirien bestand die Gefangenschaft ja oft darin, dass jemand einen Bereich von 1000 Quadratkilometern nicht überschreiten durfte. Aber er war ein Gefangener. Und noch weiter, er gewahrt die Grenzscheide möglicher Gewahrung. Als Grenzscheide möglicher Gewahrung, wenn er nämlich dahinter kommt auch die Nicht-Etwasheit, auch das ist noch Gewahrung. Und sich dann sagt, das ist das Letzte, weiter reicht Gewahrung nicht. Ja, aber eben so weit reicht sie. Und Gewahrung ist ein Gefängnis. Und hat er die Grenzscheide möglicher Gewahrung, als Grenzscheide möglicher Gewahrung genommen, so denkt er Grenzscheide möglicher Gewahrung. Denkt an die Grenzscheide möglicher Gewahrung. Denkt von einer Grenzscheide möglicher Gewahrung ausgehend. Das ist jetzt seine Stätte, sein Stützpunkt. Von da an, daran misst er nun alles andere, bewertet es danach. Aber er hat einen Stützpunkt in der Gewahrung eben. Denkt, mein ist die Grenzscheide möglicher Gewahrung, ich habe sie erreicht, und befriedigt sich bei der Grenzscheide möglicher Gewahrung. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat. Das sind ja die Bereiche, in denen zum Beispiel die beiden Lehrer des Erwachten, Alaro Kalamo und Utako Ramaputo, beheimatet waren, von denen der Erwachte von Alaro Kalamo sagt er ausdrücklich in M26, nicht er sei ein Putucino, sondern er sei ein Mahajano, ein großes Wesen. Aber im Letzten, im Eigentlichen, was den Putucino, den normalen Menschen ausmacht, nämlich darin, dass er diese feinste und zugleich gröbste Spaltung, diese hauchfeine, aber eherne Wand, da immer setzt und nicht auflöst, da ist auch ein Alaro Kalamo einer gewesen, der in diesem Punkt nichts gehört hat. Ein unerhört viel erfahrener, ein tief erfahrener Mensch, aber er hat das Heilende nicht gehört, er vermochte es nicht, er vermochte es bis an die Grenzen der Gewahrung zu gehen, aber nicht darüber hinaus. Und Gewahrung ist Gewahrung, Gewahrung ist vergänglich, und wer darin bleibt, der sucht Befriedigung bei Vergänglichem. Und das geht nicht. Das Sehen, das ist ganz einfach. Das sehen wir auf den ersten Blick an etwas Vergänglichem, ist Befriedigung nicht möglich, weil es ja weggeht. Was befriedigt, will ich behalten. Wo diese Zweiheit ist, da ist kein Friede. Ja, wir sind immer noch bei der Art des Erfahrens und Denkens des ersten Menschen,
der die heilende Lehre nicht erfahren hat, der die dauernd diese, über diese Schwelle wegstolpert, ohne sie zu bemerken, die die Spaltung hineinbringt. Es ist ungefähr so, man sieht ja manchmal an einem bewegten Himmel Wolken. Da hat so eine Wolke mal das Aussehen eines Löwen, eines Kopfes, eines Schlosses, eines Hasen oder sonst irgendetwas. Wir können uns durchaus Naturvölker meinetwegen vorstellen, die dann sagen, am Himmel ist ein großer Löwe und der frisst jetzt den Mond. Und nachher sagt er, am Himmel ist ein großes Schloss und da wohnen die Götter drin. Er erschrickt dann über den Löwen, er freut sich über das Schloss. So etwa ist die Erfahrnisweise des Menschen, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Er sieht nicht, dass da oben am Himmel nur Millionen von winzigen Wassertröpfchen, immer nur Wassertröpfchen, weiter gar nichts, sich umgestalten, sondern er sieht dauernd wechselnde Dinge da draußen, ein Löwe, ein Schloss, da umgehen und umtreiben. Bis jetzt haben wir von der Erlebens- und Denkweise dieses Menschen, der blind seiner Erfahrung vertraut, mehr die Fälle besprochen, wo einfach dem Bild, dem aufgenommenen Bild der Vorstellung nach unterschieden worden war. Was man so als Seh, Hör, Riech, Schmeck, Tast, Denkgewahrung oder bei den Bewusstseinserweiterungen eben als Bewusstseinserweiterung erfährt. Jetzt kommt eine weitere Reihe von Erfahrnisweisen, wo es mehr um die denkerische Verarbeitung geht. Jetzt kommt so mehr der Bereich der Philosophen, derer überhaupt der nachdenkenden Menschen, die also das, was sie auf dem Wege von Seh, Hör, Riech, Schmeck, Tast, Gewahrung und auch, ich will mal sagen, unmittelbarer Denkgewahrung, also Denkgewahrung ohne Bilder, übersinnlichem Aufnehmen, erfahren, die das nun verarbeiten und sich daran zu orientieren versuchen. Er gewahrt das Gesehene als von etwas Gesehenem ausgehend. Etwas, worauf wir ja sehr oft stoßen, das ist der Standpunkt des wissenschaftlichen Menschen. Und hat er das Gesehene als von etwas Gesehenem gewahrt, so denkt er Gesehenes, denkt an das Gesehene, denkt vom Gesehenen ausgehend, denkt, mein ist das Gesehene und sucht Befriedigung beim Gesehenen. Und warum? Weil er es nicht kennt. Wir sagten ja vorhin, normalerweise wird ein Mensch, der die Lehre nicht kennt, als Beweis dafür, dass außerhalb der Gewahrung eine objektive Welt besteht, immer anführen, ich habe es ja gesehen, ich habe es ja gehört, ich habe es ja gerochen, geschmeckt, getastet und dann habe ich daraus meine denkerischen Schlüsse gezogen. Das ist doch ein ganz festes, haltbares Gebäude. Da an diesen Darlegungen, da scheitert unsere ganze, nicht nur abendländische Wissenschaft. Er gewahrt das Gehörte als gehört und hat er das Gehörte als von etwas Gehörtem ausgehend genommen, statt von Gewahrung ausgehend genommen. Wieder unsere Erinnerung, unser Erinnerungsposten. So denkt er Gehörtes, denkt an das Gehörte, denkt von Gehörtem ausgehend, denkt, mein ist das Gehörte und befriedigt sich bei Gehörtem. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat, sage ich. Er nimmt das Gedachte als von Gedachtem ausgehend und hat er Gedachtes als von Gedachtem ausgehend genommen, so denkt er Gedachtes, denkt an das Gedachte, denkt von Gedachtem ausgehend, denkt, mein ist das Gedachte und sucht Befriedigung beim Gedachten. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat. Cogito ergo sum. Descartes, das ist der typische Fall, der hier drunter fällt. Der denkt und sagt, ja, da ja hier gedacht wird, da ist ja Gedachtes, da muss ja auch ein Denker sein. Mein ist das Gedachte, also muss da auch ein Ich sein. Ich denke, also bin ich.
Er gewahrt Erkanntes als von etwas Erkanntem ausgehend, und hat er Erkanntes als von Erkanntem ausgehend genommen, so denkt er Erkanntes, denkt an das Erkannte, denkt von Erkanntem ausgehend, denkt, mein ist das Erkannte, und sucht Befriedigung beim Erkannten. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat, sage ich. Er gewahrt Einheit als Einheit, und hat er die Einheit als von einer Einheit ausgehend genommen, so denkt er Einheit, denkt an die Einheit, denkt über die Einheit, denkt, mein ist die Einheit, und freut sich der Einheit, befriedigt sich bei der Einheit. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat. Hier würden zum Beispiel Wesen hingehören, die einmal in denkerischer Einheit spekulativ herausfiltrieren und dann davon von so einem Denkgebäude ausgehend weiterdenken, aber auch Wesen, die etwa eine einheitliche Sammlung erreicht haben. Auch solche Stellen finden wir ja immer wieder in den Lehrreden, dass von irgendeinem Asketen berichtet wird, dass der die oder jene Sammlung erreicht hat und dann die und die Schlüsse draus zieht. Immer Schlüsse, die darauf hinauslaufen, hier bin ich und da ist die Einheit und da muss man hin und dann muss man das und das machen, immer mit der Spaltung drin. Er gewahrt Vielheit als von einer Vielheit ausgehend, und hat er die Vielheit als von einer Vielheit ausgehend gewahrt, so denkt er Vielheit, denkt an Vielheit, denkt über die Vielheit, denkt, mein ist die Vielheit, und befriedigt sich bei Vielheit, weil er nicht durchschaut hat. Er gewahrt das All als von einem All ausgehend. Und hat er das All als von einem All ausgehend genommen, so denkt er das All, denkt an das All, denkt von einem All ausgehend, denkt, mein ist das All, und sucht Befriedigung beim All. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat. In diesem Bereich sind zum Beispiel Wesen wie ein Goethe, der sich der Vielfalt in der Einheit, des Wechsels in der Dauer oder der Dauer des Wechsels erfreut hat. Da gehören alle Wesen hin, die, auch wo sie keine religiöse Befriedigung finden, in irgendwelchen Glaubens- oder Schöpfergottreligionen, die dann sich ihr Herz erheben im Anblick etwa des gewaltigen Sternenhimmels. Es ist auch heute so die landläufige Auffassung, wir sind Stäubchen auf einer winzigen Erde, die ein Milliardstel von unheimlichen Milchstraßensystemen in gewaltigen leeren Himmeln ist. Das ist ja so das Weltbild des normalen Menschen. Das war auch unser Weltbild, bis wir an die Lehre kamen. Und das ist ein Weltbild, das immer noch als reine Denkgewöhnung in uns selber steckt. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir uns da auf der Spur bleiben und dass wir da nicht wieder in all diese Kategorien hineinfallen. In einem von diesen Fächern, die da aufgezeigt werden, diesen Fächern des falschen Erlebens, sind wir alle. Und es ist immer diese Unterscheidung, einmal er gewahrt so und so, sei es nun eine denkerische Vorstellung, weil er mal etwas darüber gehört hat und sich das nun ausmalt in Gedanken, die erste Erfahrung, oder sei es, dass seine Erfahrung darüber auf eigenem Verwirklichen besteht, dass er irgendeine Sammlung erreicht hat, wo er dies oder jenes erlebt, aber eben meint, ich erlebe das und nun darauf sein Denkgebäude stützt. Und nun kommt, so wie vorhin bei den Wesen und bei den praktischen Erlebnisinhalten als oberste Spitze die Vorstellung eines Erwachten vorkam, so kommt jetzt als oberste Spitze der Abstrakta. Er gewahrt das Nibbana als Nibbana, als von einem Nibbana ausgehend, und hat er das Nibbana als von einem Nibbana ausgehend gewahrt, so denkt er Nibbana, denkt an das Nibbana, denkt von einem Nibbana ausgehend, denkt, mein ist das Nibbana, und sucht Befriedigung beim Nibbana. Und warum? Weil er nicht durchschaut hat.
Hier steckt ja zum ersten Mal ein wirklicher Widerspruch in sich, bei dem, von dem es heißt, er gewahrt das Nibbana als Nibbana, denn wir wissen ja, das Nibbana besteht ja gerade in der Überwindung, in der Befreiung, in der Entledigung, in der Entlastung von dem Gewahren müssen, von dem Gewahren, von der Vielfalt, von überhaupt von jeder Spaltung. Deswegen kann einer, der Nibbana gewahrt, der kann gar nicht das richtige Nibbana gehabt haben. Das ist ja etwas ganz anderes. Da kann es sich also nur um zweierlei handeln. Es kann sich handeln einmal um die Vorstellung, die er sich davon macht, wie wir sie ja manchmal auch immer noch machen. Man erwischt sich doch immer noch selber bei der Sprachgewohnheit, dass man sagt, wenn ich doch nur endlich das Nibbana erreicht hätte. Es geht nicht. Ich erreiche nie Nibbana. Mit dem Ich ist gar nichts anzufangen. Ich ist eine falsch gesteckte Grenzpfähle in der Gewahrung, die gilt es aufzulösen. Das gilt es zu durchschauen. Also Nibbana gewahren kann man nicht. Es mag aber auch Wesen geben, es wird ab und zu berichtet, es gibt ja auch den Begriff der falschen Erlösung, des Mitschavimutti, Wesen, die zeitweilig sogar ganz Gewahrung und Gefühl zum Schweigen bringen. Solange das ist, ist da keine Gewahrung. Aber wenn die wieder zurückkehren und sie haben die Lehre nicht durchaus verstanden und verwirklicht, dann können die auch sagen, jetzt habe ich es erreicht. Ich habe ja eben erlebt, da war mal alles, da war ich mal von allem befreit. Das wäre auch einer, der Nibbana nun nachträglich in Gedanken gewahrt und hier auch wieder die Spaltung hineinbringt, ich habe das erlebt, ich bin erlöst. Denken wir an die Frage Anuruddhos, an Sariputta, Anuruddha, der schon weit, weit gediehen war, der längst nicht Wiederkehrer war, der das himmlische Auge hatte, der zu Sariputta besorgt sagte, ich blicke 1000 Welten durch und immer bin ich noch nicht erlöst. Und Sariputta macht ihn darauf aufmerksam, unter anderem, dass das, was da in ihm sagt, ich blicke durch, ich bin noch nicht erlöst, dass das ich bin, Dünkel noch ist und dass das eben zu überwinden sei. Also da ahnen wir so etwa, was hier noch gemeint sein kann, außer dem bloßen Spintisieren über Nibbana. Diese Stelle zeigt uns auch ganz deutlich, wie hinderlich alle Versuche sind, über Nibbana zu spekulieren, etwa so Lehrsätze zu prägen wie Nibbana und Samsara sind dasselbe. Nibbana ist Befreiung und weiter gar nichts. Und weiter gar nichts. Denn hier, wer so verfährt, selbst wenn er zeitweilig sogar mal schon Gewahrung und Gefühl zum Schweigen gebracht hat, wer aber dann sagt, ich habe es erreicht, der sucht ja bei dem, was er für Nibbana hält, was es gar nicht sein kann, bei dem sucht er wieder Befriedigung. Hier ist einer und der befriedigt sich daran. Der sucht wieder das Erlebnis der Spaltung, ohne die feine Spaltung zu sehen. Das ist also die Erlebnisweise all der Wesen, die die Lehre nicht kennen, die, weil sie nichts davon gehört haben oder weil sie das Gehörte noch nicht so durchgeblickt haben, dass es wenigstens einen Augenblick bei ihnen eingeschlagen hat, die darin nicht geübt sind, nicht eingeführt sind und die deswegen auch den Weg nicht kennen, der von dieser Gefangenschaft in der Zwiespaltgewahrung und sei sie auch in sich einheitlich, hinausführt in die Freiheit. Und nun wird der nächste Menschentyp genannt, der kämpfende Mensch. Wir wollen es auch mal zunächst wieder in der Übersetzung von Neumann nachlesen und dann besprechen. Wer aber, Mönche, als kämpfender Mönch
mit streitendem Busen die unvergleichliche Sicherheit zu erringen trachtet, auch dem gilt die Erde als Erde. Und hat ihm die Erde als Erde gegolten, dann soll er nicht Erde denken, nicht an die Erde denken, nicht über die Erde denken, nicht denken, mein ist die Erde, sich der Erde nicht freuen. Und warum nicht? Damit er sie kennenlerne, sage ich. Wasser, Feuer, Luft, Natur und Götter, Einheit und Vielheit, das All gilt ihm als All. Und hat ihm das All als All gegolten, dann soll er nicht das All denken, nicht an das All denken, nicht über das All denken, nicht denken, mein ist das All, sich des Alls nicht freuen. Und warum nicht? Damit er es kennenlerne, sage ich. Das Nibbana gilt ihm als Nibbana und hat ihm das Nibbana als Nibbana gegolten, dann soll er nicht Nibbana denken, nicht an Nibbana denken, nicht über Nibbana denken, nicht denken, mein ist das Nibbana, sich des Nibbana nicht freuen, und warum nicht? Damit er sie kennenlerne, sage ich. Was ist das nun für ein Mensch? Ein Mönch, der als kämpfender, wörtlich als übender Mensch mit streitendem Busen, sagt Neumann, es heißt wörtlich als einer, der noch nicht angelangt ist am Ziel, der sich aber danach sehnt, die unvergleichliche Sicherheit zu erringen. Das ist also der, der unterwegs ist, der von der Lehre so stark angerührt ist, dass er jetzt weiß, es gibt eine Befreiung jenseits der Gewahrung, jenseits aller Formen, aller Gefühle, aller Gewahrung, jenseits der fünf Zusammenraffungen. Da bin ich zwar noch lange nicht, aber da will ich hin. Der hat dieses Ziel vor sich und es zieht ihn auch schon. Es heißt, er die unvergleichliche Sicherheit zu erlangen trachtet. Das heißt geradezu, er sehnt sich danach, unvergleichliche Sicherheit, die unübertreffliche, wörtlich Geborgenheit am Ziel der Übung, Yoga, Kema, am Ziel aller Mühen. Er weiß genau, es kostet Mühe, dahin zu kommen, aber die Mühe führt zu einem Ziel, führt zu einem unvergleichlichen Ziel, führt zur Sicherheit. Das ist der Mensch. Und von dem heißt es, Neumann sagt, auch dem gilt die Erde als Erde. Da heißt es nun nicht Sanjanati, Pataving Patavito, die Erde als von einer Erde ausgehen, sondern es heißt Abhijanati. Es würde wörtlich heißen, er gewahrt, er erfährt Erde wie von einer Erde ausgehend, aber aus Abstand, aus Überblick. Also die Gewahrung, die bei dem ankommt, und daran sehen wir auch, dass es schon einer sein muss, der wenigstens einen Blitzaugenblick mal die Lehre gefasst hat, bei dem ist schon das unmittelbar ankommende Erlebnis etwas, aber in einem ganz entscheidenden Punkt, anders gestaltet. Denken wir an unser Beispiel von dem Betrüger. Bei dem kommt auch der Betrüger zur Tür herein und sagt, ich bin der vermisste Sohn. Aber der hat gehört, Vorsicht, es gehen hier Betrüger um. Und viele von denen, die da an der Tür klingeln und sagen, ich bin der Sohn, sind gar nicht der Sohn, sondern sind Betrüger. Betrachte ihn dir aus Abstand. Traue deiner Erfahrung, wenn der nun etwa Erlebnisse aus der Gefangenschaft erzählt oder irgendetwas von dem Sohn von früher her weiß. Er kann sich ja auch erkundigt haben. Er kann beim Einwohnermeldeamt, bei Nachbarn oder bei Kameraden gefragt haben. Trau dem nicht, der muss nicht echt sein. Sei misstrauisch, halte Abstand. Das ist die Haltung dessen. Also auch der gewahrt Erde als Erde, aber aus Abstand, mit einem gewissen Überblick schon. Und hat er aus Abstand Erde als Erde gewahrt, dann soll er nicht Erde denken. So wie die Gewahrung ankommt, das kann er ja nicht verhindern, genauso wenig wie der vorhin. Die Gewahrung kommt an und hat den Aufbau. Aber nun geht es darum, dass er nun nicht
diesen gewaltigen Kopierautomaten, diesen Vervielfältigungsautomaten in Gang setzt, der ihm das nun alles befestigt und tausendfach die Blätter rauswirft, und das ist dann seine Welt, sondern dass er da einhält, da kann er eingreifen. Das Ganze, dann soll er nicht Erde denken, nicht an die Erde denken, nicht von Erde ausgehend denken. Das ist ja eine Übungsaufgabe. Das heißt ja nicht, eine Frage, die oft gestellt wird, ja, aber wieso? Nun, man soll da also über gar nichts mehr nachdenken. Ja, ich muss aber doch über meinen Beruf nachdenken. Ich muss über meinen Haushalt nachdenken. Ich muss nachdenken, wie ich zum Essen und zu sonst etwas komme. Das ist damit nicht gemeint. Das heißt ja, er soll nicht Manji. Es heißt nicht, er soll überhaupt nicht Vitakka. Das ist keine Einladung, das Denken abzustellen etwa, denn damit käme er nicht weiter. Er muss ja so viel verändern. Gerade der Mensch hat ja gesehen, was es alles zu verändern gibt. Er braucht das Denken dringend zum Verändern als die einzige Medizin, als das einzige Mittel, als die Pfeile sozusagen, mit der er die Gitter seines Gefängnisses durchfeilen kann. Das ist eine Aufforderung zu einem jetzt erst beginnenden geistigen Kampf, um aus diesem Gefängnis herauszukommen. Was er soll nicht Denken abstellen, sondern er soll das Vermeinen abstellen. Er soll abstellen, das Denken, das da sagt, was da hereinkommt, was du da gewahrst, das ist Erde, Wasser, Feuer, Luft, Vielheit, Allheit, Einheit. Das sind die Götter da draußen, das sind die Menschen da draußen. Das ist das Nibbana da draußen. Und hier bist du. Dieses Meinen, diese Meinung soll er abstellen. Es bleibt also immer noch genug zu denken. Man hört es sehr oft, wenn über die Lehrrede gesprochen wird. Ja, das geht doch gar nicht, dass man über gar nichts denkt. Wir werden das noch genauer sehen. Am deutlichsten hört man diese Frage, wenn sie bezogen wird, so soll er zum Beispiel nicht denken an die Götter. Nicht über die Götter denken, sich nicht der Götter freuen, oder er soll nicht an Nibbana denken, nicht über Nibbana denken, sich nicht über das Nibbana freuen. Da könnten wir fragen, liegt da nicht ein Widerspruch? Es wird doch zum Beispiel gerade den Hausleuten empfohlen, die Betrachtung über den Erwachten zum Beispiel. Das heißt ja auch, er soll nicht über den Abhibhu, nicht über den Überwinder denken, sich nicht beim Überwinder, beim Buddha befriedigen. Aber es wird uns doch empfohlen, was sollen wir damit anfangen? Wir sollen die Betrachtung über den Erwachten pflegen, die Betrachtungen über die Götter pflegen. Und sollen wir uns denn nicht in dem Gedanken, dass es ein Ungewordenes gibt, in dem Freiheit von all der Belastung des Gewordenen ist, sollen wir uns bei diesem Gedanken, der uns doch zieht, in unseren besten Stunden, sollen wir uns daran nicht freuen dürfen? Das sind so die Fragen, die aufkommen, wenn man hier liest, dann soll er nicht sich darüber freuen. Aber da müssen wir wieder genau hinsehen. Die einfachste, vordergründigste Antwort wäre natürlich die, der Erwachte unterscheidet ja immer zwischen einem Denken, das noch wahnhaft, aber hilfreich und zuträglich ist, das uns die Brücken baut von unserem unsicheren, gefährlichen Ufer bis an den Rand des Wassers. Das ist das eine, und wir haben ja gerade gestern gehört, wie wichtig gerade auch für uns dieses hilfreiche, noch innerweltliche Denken ist. Aber hier, in dieser Lehrrede, wo der Erwachte ja verspricht, die Wurzelart aller Dinge zu zeigen, da geht das noch weiter. Da ist da können wir das von einem weiteren Standpunkt noch ansehen. Das Einfachste ist, wir wollen sie mal miteinander nachprüfen, was denn wirklich da steht, wie man über Götter oder über den Erwachten oder über das Nibbana denken soll. Wir brauchen dazu nur zwei kleine Absätze aus einer Lehrrede im Anguttara zu lesen, als Antwort auf die Frage, was heißt das, er soll nicht über die Götter denken und sich der Götter nicht freuen. Er soll sich des Buddha nicht freuen. Da heißt es zum Beispiel, fernerhin, Mahanamo, magst du der Gottheiten gedenken,
Es gibt da die vier großen Götterkönige, es gibt die Götter der 33, die Yama-Götter, die seligen Götter, die schöpfungsfreudigen Götter, die über die Erzeugnisse anderer verfügenden Götter, die Götter der Brahma-Welt und es gibt noch Götter darüber hinaus. Das Vertrauen, von dem erfüllt jene Gottheiten, von hier abgeschieden, dort wieder erschienen sind, ein solches Vertrauen eignet auch mir. Die Sittlichkeit, das Wissen, die Freigebigkeit, die Weisheit, von der erfüllt jene Gottheiten, von hier abgeschieden, dort wieder erschienen sind, solche Sittlichkeit, solches Wissen, solche Freigebigkeit und solche Weisheit eignet auch mir. Zu einer Zeit aber, Mahanamo, wenn der edle Jünger dieser Eigenschaften gedenkt, die ihm selber und den Gottheiten eignen, da ist sein Gemüt, sein Herz weder von Gier umsponnen, noch von Hass und Verblendung umsponnen, und angesichts der Gottheiten ist sein Herz zu solcher Zeit recht gerichtet. Recht gerichteten Geistes aber, Mahanamo, gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der Lehre. Im Freudigen aber erhebt sich Verzückung, verzückten Geistes beruhigt sich das Innere, im Inneren beruhigt, empfindet er Glück und des glücklichen Geist sammelt sich. Da wird also gar nicht darüber gedacht, wie sind die Gottheiten, wie viele gibt's, wie lang leben sie, was erleben sie, welche Farben haben sie, sondern da werden die Gottheiten nur als Leitbilder, als Symbole, als Verwirklicher von Eigenschaften genannt, die man im eigenen Herzen entwickeln will. Da ist also die ganze Aufmerksamkeit dahin gerichtet, wo sie hingehört. Nicht auf Inhalte der Gewahrung, die da behaupten, sie kämen von etwas außerhalb, sondern auf das eigene Herz. Dazu dient diese Betrachtung. Und darauf wird überhaupt erst die Aufmerksamkeit möglich, wenn man den Rat des Erwachten an den kämpfenden Menschen befolgt. Denke nun nicht über die Gottheiten, über Dinge draußen, die erscheinen, als wären sie draußen, nach. Er hat hier noch nicht positiv gesagt, über was man denken soll, aber wenn dieser ganze Schutt von Denken, der beim nicht heilskundigen Menschen das gesamte Denken besetzt hält und der bei uns eine riesenhafte Schicht über unseren besseren Denkmöglichkeiten bildet, wo wir uns immer wieder so wie der Maulwurf aus einer Höhle rausbuddeln müssen, denkt nicht über diese Schicht nach. Wenn man das tut, dann buddelt man sich von selber heraus. Oder die Betrachtung über den Erwachten. Da, Mahanamo, magst du des Vollendeten gedenken. Dies wahrlich ist der Erhabene, ist der Heilige, vollkommen Erwachte, der im Wissen und Wandel Bewährte, der Gesegnete, der Kenner der Welt, der unvergleichliche Lenker führungsbedürftiger Menschen, der Meister der Götter und Menschen, der Erwachte, der Erhabene. Zu einer Zeit aber, Mahanamo, wenn der edle Jünger des Vollendeten gedenkt, da ist sein Herz weder von Gier umsponnen, noch von Hass und Verblendung umsponnen, und angesichts des Vollendeten ist sein Herz zu solcher Zeit recht gerichtet. Recht gerichteten Herzens, Mahanamo, gewinnt der edle Jünger Begeisterung für das Ziel, Begeisterung für die Lehre, gewinnt er Freude an der Lehre, im Freudigen aber erhebt sich Verzückung, Piti, verzückten Geistes beruhigt sich das Innere, im Inneren beruhigt, empfindet er Glück und des glücklichen Geist sammelt sich. Also auch da wieder nicht die Hinlenkung auf all die Fragen, die ein heutiger Mensch stellen würde, der die Lehre nicht kennt, wenn ihm gesagt würde, da ist ein vollkommen Erwachter. Da würde der fragen, wie alt ist er, wo kommt er her, wie sieht er aus, wovon lebt er eigentlich, wie ist sein Tageslauf, was tut er, was spricht er, sondern hier lenkt der Erwachte durch dieses Hinstellen eines Leitbildes
die Aufmerksamkeit ganz von außen ab und lenkt sie einfach auf das, was zu betrachten lohnt, einzig zu betrachten und zu entwickeln lohnt, auf das Herz, auf die Psyche, die es zu verändern gilt und die durch diese Betrachtung erhoben, gerichtet von all dieser Vielfalt der Denkmöglichkeiten, aus denen der nicht heilskundige, nicht belehrte lebt und webt bis zu den höchsten Bereichen hinauf, da lenkt er die Aufmerksamkeit so ab, dass sie völlig weggerissen wird. Da braucht er bei diesen Übungen, braucht er nicht mehr besonders zu sagen, so wie er das in seiner Art sagt, aber pass dabei auf, dass du nicht etwa auf die Haarfarbe, das Lebensalter und sonstiges des Erwachten achtet, sondern dass du es um des Willen tust. Das liegt in der ganzen Art, wie er sagt, das eben ist die einmalige Kunst des Erwachten, das so zu sagen. Also kein Widerspruch etwa, kein Anlass zu der Sorge, man täte etwas Verbotenes, wenn man die Betrachtung über die Götter oder die Betrachtung über den Erwachten anstellt. Oder wie ist es denn mit dem Nibbana? Wir sagten ja vorhin, das, was man sich vorstellen kann, das ist nicht, das kann gar nicht das Nibbana sein. Das Nibbana ist die Befreiung davon. Hier liegt auch ein grundlegender Unterschied gegenüber allem anderen. Der nicht heilskundige Mensch, der Erde als von einer Erde ausgehend gewahrt, der meint, wenn er hinterher drüber nachdenkt, ja, also gut, die Gewahrung, so dieses Bild auf der Netzhaut und dann die Übertragung auf chemischen Wege in den Hirnkasten und dort die Meldung, das ist die Erde, das war nicht die Erde, die Erde ist nicht hier drin, die ist da draußen. Der meint also hier drin, da seien nur so Vorgänge und das Eigentliche sei draußen. Das ist falsch. Aber verrückterweise tut der Mensch, solange er nicht die Lehre richtig verarbeitet hat, mit dem Nibbana das Umgekehrte. Da denkt er, ja, das ist draußen, aber er macht sich, er holt es als Vorstellung herein und meint, das wär's nun, das Unvergleichliche, das Unfassbare. Das könnte sich nun in Gedanken fassbar machen, obwohl es ja gerade die Befreiung von der Denkmühle ist. Wie man in richtiger Weise denken kann in Annäherung an das Nibbana, in Richtung auf das Nibbana, wie man darauf in Gedanken zumarschieren kann, das kann man zum Beispiel in der 64. Lehrrede sehen. Es heißt nirgends, so ähnlich ist, es heißt nirgends wie bei Göttern oder beim Erwachten oder beim Orden, dass der Mensch sich das Nibbana vorstellen und in Gedanken, in Gedenken daran sich erheben soll. Aber es heißt umgekehrt, in M64 zum Beispiel, von dem, der die Lehre einmal richtig begriffen hat, der damit zum wirklich übenden Menschen, der sich nach dem Unnennbaren im Innersten ergriffen sehnt, der heraus will, der auf die ganze Befreiung hinarbeitet. Von dem heißt es, dass sich ihm bei der Darlegung der Aufhebung der Persönlichkeit das Herz erhebt. Dessen kann er eingedenk sein, dass alles, was er gewahrt, alle Gewahrung, alle Form, die er gewahrt, alles Gefühl, alle Aktivität, alle Gewöhnung, dass all das vergänglich ist, dass das Belastungen sind, dass das unruhig ist. Das sind ja die Dinge, die er erlebt. Und die als Leiden durchschauen und erkennen, die Last, die einen damit belastet, spüren. Aus den Momenten, wo die Last geringer wird, die Erfahrung sammeln, wie viel geringer die Last wird, wenn schon ein weniges von diesem dauernden Denken müssen, erleben müssen, vorstellen müssen, aktiv sein müssen, hinterher sein müssen, wenn das schwindet, wie man da schon die Entlastung spürt. Und von da dann zu ahnen versuchen, wenn da immer mehr losgelassen wird, immer mehr losgelassen wird, ja, da kann ja das Gefühl der Entlastung nur immer größer, da kann die Entlastung nur immer größer werden, da kann es nur immer leichter werden. So nähert man sich dem an, indem man das Gewahrbare als vergänglich, als leidig, als
wesenlos durchschaut und immer öfter versucht, davon sich zu entlasten und die Entlastung dann spürt und erfährt und daraus dann ahnt, wie gewaltig die Entlastung eines Aufgewachten sein muss, die etwa dann Erwachten, nachdem er die Erwachung erlangt hatte, 3 Wochen lang unter den Bäumen da das Glück, die Seligkeit der Erwachung empfinden ließ. Und da heißt es in M64 von einem, der diesen Weg immer mehr und mehr geht, so dass er schließlich in immer größeren Herzensfrieden hineinkommt, der dann schließlich mal sogar in die erste Schauung hineinkommt, wo nur noch Denken ist und über dem Wohl der zeitweiligen Befreiung, die sinnliche Gewahrung ganz vergessen ist, von dem heißt es dann immer noch, was dabei sogar bei der ersten Schauung noch formhaft, fühlbar, gewahrbar, Aktivität, Gewöhnung ist, das sieht er als wandelbar, sieh ich an und davon reinigt er das Herz. Also alles, was wir erleben, als vergänglich ansehen, das bringt schon eine gewisse Befreiung und davon das Herz reinigen. Und dann heißt es, auf das todlose Element lenkt er das Herz hin. Das ist die Stille, das ist das Erhabene, nämlich das zur Ruhe kommen aller Aktivität, das Loslassen aller Bezüge, die Versiegung des Durstes, die Entreizung, Ausrodung, das Nibbana. Hier wird also sehr wohl im Denken, auf das Nibbana zugeschritten. Aber nicht im Weg eines Vermeidens. Man soll gar nicht erst den untauglichen Versuch zu machen. Die Entlastung von allen Lasten, die Befreiung von aller Gefangenschaft nun positiv zu schildern, was ja wiederum nur mit Klötzen, mit den Ketten und mit den Kettenkugeln der Gefangenschaft, mit den Gitterstäben der Gefangenschaft ginge. Aber man kennt ja, was man kennt, das ist die Gefangenschaft. Und dass sie einen drückt. Und dass es einem immer leichter wird, je weniger Last man gerade mal im Augenblick hat. Und dann sieht man ja die Richtung, dahin geht es zur Befreiung. So wie einer, der einen weiten Weg zu tun hat, aber nun über die Kuppe des Berges im Aufsteigen gekommen ist und nun senkt sich die Kuppe und er sieht so langsam, nun geht's runter. Und er weiß, es war nur dieser eine Berg. Von jetzt an geht es leichter und wird immer leichter, es geht dann fast von selbst. Das ist die richtige Weise des Denkens, wo nicht einer sagt, hier bin ich und da draußen ist ein Nibbana und das hat die und die Beschaffenheit, das ist eins oder nicht eins mit dem Samsaro und dahin muss ich kommen, sondern indem er sich die Lasten vergegenwärtigt, auch wenn sie ihm noch schmecken, auch wenn die giftige Speise ihn noch lockt, sie als giftig erkennt und daraus allmählich zur Entlastung kommt und sich dann ja vorstellen kann, dass die Entlastung nur immer größer werden kann. Das ist also der große, große, aber sehr viel einfachere Bereich des Denkens, der dem so Übenden übrig bleibt. Wenn es da also heißt, er soll nicht denken, Erde oder Götter oder Nibbana, nicht darüber, nicht davon ausgehen, dann heißt das nicht, er soll das Denken abstellen, sondern nur, er soll das Vermeinen abstellen. Und wenn es heißt, er soll sich nicht dabei befriedigen, bei Erde, Wasser, Feuer, Luft, bei Göttern, beim Buddha, bei der Vorstellung, bei der Gewahrung, bei der Gewahrung der Vorstellung Nibbana, dann heißt das nicht, er soll sich an nichts mehr freuen. Die Frage hat wahrscheinlich auch mancher von uns selber gestellt oder von anderen gehört, ja, soll man sich denn an gar nichts mehr freuen? Nein, man soll sich freuen an der zunehmenden Entlastung. Man soll und darf sich freuen, wenn es einem gelingt, die Last des Belastenden, das Belastende an der Last zu durchschauen. Man soll sich freuen, wenn man merkt, wie Fortschritte in Richtung auf die Entlastung hin entstanden sind. Was man nicht soll, das ist nur Befriedigung suchen
in dem man ein Ich denkt und einen Bereich, wo man hin soll, in dem man darüber spintisiert und spekuliert. Der Kämpfende, der Übende, der sucht ja gerade das Yoga-Kema, das zur Ruhe kommen, das Ziel des Mühens. Während Ziel des Mühens im sich freuen, im Abhinandati, im Nandi, an Vergänglichem, das kann er nie erreichen. Da muss er immer hinterher sein. Das zerrinnt ihm ja, das will ihm ja vergehen. Da muss er immer gehen und gehen und gehen. Und durch Gehen kann er das Ende der Welt nicht erreichen. Deswegen heißt es, er soll bei all den vergänglichen Gewahrungen, und sei es die Vorstellung der Triebversiegung, und sei es die Erinnerung eines sehr weit gelangten Menschen, der schon zeitweilig Gewahrbarkeit und Gefühl aufgehoben hat, und sei es die Erinnerung dann hinterher, da habe ich es erreicht. Was es auch sei, und das ist wieder der Punkt, wo man sagt, da schrumpft dann diese gewaltige Lehrrede, die zunächst ja die Riesenvielfalt der Erlebens- und Denkmöglichkeiten umspannt, da schrumpft sie wieder auf die größte Einfachheit zusammen, was es auch sei, was aus der Gewahrung, was als Gewahrung herantritt, da einfach sich klar sein, das ist Gewahrung. Gewahrung ist vergänglich. Das ist nicht der Löwe am Himmel, das ist nicht jetzt ein Schloss und dann ein Kopf, das sind Wassertröpfchen um und um getrieben vom treibenden Wind. Da hat es keinen Sinn, sich jetzt wegen des Löwen zu ängstigen und dann des Schlosses zu freuen. Da hilft es nur zu sehen, dass das vom Wind getriebene, treibende Tröpfchen sind und dem wehenden Wind und nicht mehr wehen, das heißt Nibbana. Und nun wird noch gesagt, warum der Übende sich so verhalten soll, die Gewahrung so beeinflussen soll, damit er durchschauen lerne. Denn wir wissen ja, dass das, was uns am Durchschauen hindert, am Durchschauen der Verblendung, dass das ja gerade die Meinung ist, die Inhalte der Gewahrung seien die Ursache der Gewahrung. Es gilt, den Betrüger als Betrüger völlig zu durchschauen. Bei dem hier geschilderten übenden Menschen, da ist ja schon in der Gewahrung drin eine erste Warnungstafel, gleich mit in dem ersten Erleben. Vorsicht, das ist nicht echt. Aber die Speise, wir hörten es an dem gestrigen Beispiel, die Speise, die da auftaucht, die lockt immer noch. Man denkt dabei an den, hat er bei den Eindruck des Geschmacks und hat da ein zwiespältiges Gefühl. Der Geschmack, der Gute, zieht einen, aber man weiß dabei, sie ist vergiftet. Das ist die Gewahrung, die kann man wiederum nicht direkt ändern. Aber wieder kann man einsetzen bei dem schaurigen Kopierapparat, bei dem Vermeinen. Da kann man bremsen, da kann man sich zügeln, da kann man aufpassen, dass man hier nicht denkt, ja, das ist gut oder schlecht, ja, da muss ich dran, was muss ich damit machen, was kann ich damit tun, und dann, dass man davon ausgehend denkt und da sich dabei erwischt, wie man dabei Befriedigung sucht, dabei kann man keinen Frieden finden. Das nicht sich freuen, das dient ja gerade zur Beruhigung, das dient ja gerade dazu, um zum Wohl zu kommen. Den Betrüger völlig durchschauen, kann nur das gestillte Herz, denn das stille, nicht mehr bewegte Chitta, das nicht brodelt, das nicht kocht, das keine Wellen hat, das nicht getrübt ist, das ist völlig durchsichtig. Und deswegen ist das die Hauptübung, die letztlich einzig heilsame Übung, den bewegten und bewegenden Apparat dieses Vermeinens, dieses Manyati, stillzustellen.
ein Weg in große, große Vereinfachung hinein. Deswegen auch möchte ich nochmal erinnern an das, was wir eingangs sagten, dass es bei der ganzen Lehrrede sehr wichtig ist, dass man weniger intellektuell Schlussfolgerungen zu ziehen versucht aus dem, was hier über die Erlebens- und Denkweise des einen oder anderen dieser Menschentypen gesagt ist, sondern dass wir ausgehend von dem, was wir heute gemeinsam besprechen, immer wieder einfach so, wie es der Erwachte, der es ja am besten konnte, vor seinen Zuhörern getan hat, die Erlebnisweisen dieser vier Arten von Menschen vor sich hinstellt und sie betrachtet. Dass man betrachtet, wie der unglücklichste aller Menschen, der aber fast die gesamte Menschheit, fast die gesamte Wesenheit ausmacht, nämlich der Nichtheilskundige, wie der gefangen ist, unausweichlich gefangen, in Gewahrung, weil er sofort, so wie die Gewahrung aufgetaucht ist, der Betrüger sein Sprüchlein gesagt hat, weil er dem sofort blindlings vertraut, umso tragischer, möchte ich sagen, weil es ja sein, er sagt ja, ich habe es ja gesehen, da diesen haarfeinen Irrtum, da diesen Zwiespalt, im ersten Schritt schon überwinden. Das einfach vor sich hinstellen und dann das Bild des Übenden vor sich hinstellen. Der Übende, der drückt es gar nicht so kompliziert aus, wie ich es hier tue. Das ist mein Unvermögen, dass es noch so kompliziert rauskommt. Dem Übenden wird nur gesagt, wenn da eine Gewahrung auftaucht, dann hältst du ja sowieso von dem, was du weißt, schon einen gewissen Abstand. Und dann meine jetzt nicht, das käme von draußen. Such da nicht deine Befriedigung, damit du es durchschauen lernst. Denn durchschauen kannst du nur, wenn du stiller wirst. Das Ganze läuft ja auf der Grundlage der durchschlagenden Lehre, dass alles Gewahrbare vergänglich und leidhaft und nicht ichhaft ist, auf dieser Grundlage auf die Reinigung und Beruhigung des Herzens hinaus. Weiter ist es gar nicht. Das ist das Einfache an der Lehrrede. Und das, was zwischen uns und dieser Lehrrede an Komplikationen steht, das bin ich selber. Das ist mein äonenlanges, kompliziertes Denken, dass ich äonenlang genau das gemacht habe, was ebenso der normale, nicht heilskundige Mensch macht. Das ist noch so unheimlich stark als Gewöhnung in uns drin, dass wir uns da dauernd und dauernd und dauernd auf jedem Schritt eigentlich anfassen müssen und immer sagen, Achtung, Achtung, das ist es nicht, fall nicht drauf herein, fall nicht auf den, das ist ja der Betrüger. Es ist in einem Vers im Sutta Nipato ist es ganz schlicht und genau gesagt, es ist der 9. Vers, wir haben ihn etwas von Neumann abweichend übersetzt. Wer nicht zu weit und nicht zu kurz gedacht, dies Ganze hier ist unecht, bei der Welt erkennt. Der legt als Mönch die Zwiesal ab, gleich wie die Schlange ihre abgetragene alte Haut. Wer nicht zu weit und nicht zu kurz gedacht. Wir haben es ja vorhin gesehen, der Putuccino, der denkt in einer Hinsicht zu kurz, indem man nämlich übersieht, da kommt Gewahrung, Gewahrung, und da nicht feststellt Gewahrung, sondern gleich einen Schritt drüber. Das heißt, nein, da denkt er zu kurz, da sieht er nicht, dass das nur Gewahrung ist. Und wenn er hier zu kurz gedacht hat, diesem Kurzschluss erlegen ist, der Inhalt der Gewahrung sei auch ihre Ursache, dann fängt er an, zu weit zu denken. Dann denkt er Erde über die Erde, an die Erde, von dort ausgehend, macht das zum Gegenstand der Befriedigung, richtet seine ganzen Anstrengungen darauf und baut sich damit diese furchtbar komplizierte Welt. Und an sich ist es nur nötig, immer und immer sich vor Augen zu halten, dies Ganze hier ist unecht. Wir haben gestern gehört, dass es unerlässlich ist, einerseits immer und immer auch diese innerweltlichen heilsamen Betrachtungsweisen für den akuten Moment gegenwärtig zu haben, aber genauso unerlässlich ist es, sich dieses feine Haar, über das wir immer gleich drüber wegrennen, dass wir im zu kurzen Denken überschreiten und dann hemmungslos weit rennen, dass wir uns das vor Augen halten, dies Ganze hier ist unecht.
Nicht, es ist nicht da, denn es tut uns ja weh. Es ist ja unser ganzes Leiden, es ist ja unsere ganze Last. Aber wir müssen sehen, was es ist. Es ist nicht irgendetwas da draußen. Es ist auch nicht mein Bewusstsein. Es ist Gewahrung. Das ist der Stoff des Ganzen, aus dem und in dem wird gelebt und erlebt. Und wenn man sich das immer und immer wieder vor Augen hält, dann tritt eben das ein, was der Erwachte hier von diesem übenden Menschen sagt, der auf der Basis einer ersten durchschlagenden Einführung in die Lehre auf das unvergleichliche, höchste Ziel hin, die endgültige Befriedung allen Mühens sucht. Denn von dem heißt es ja, dass bei ihm schon das, was so unmittelbar ankommt, dass das schon etwas verändert ist. Dass es da nicht mehr heißt Sanjanati, dass er das so vollkommen unkritisch hinnimmt, sich damit identifiziert, sondern dass er in dem ankommenden, im ankommenden Erlebnismoment, im Erlebnisatom schon so einen kleinen Abstand drin hat. Wenn er fällt dauernd und dauernd noch drauf herein, aber das ist einfach die Gewohnheit. So wie ein Autofahrer, der 20 Jahre lang eine bestimmte Straße auf sein Büro gefahren ist. Und da war an einer Ecke, da war ein Vorfahrtsschild. Da ist er immer 20 Jahre lang durchgefahren. Und dann wird eines Tages das Schild geändert. Das viereckige, auf der Spitze stehende Schild, du hast hier Vorfahrt, kommt weg. Und stattdessen wird ein dreieckiges Schild, Achtung, die Nebenstraße hat Vorfahrt. Der fährt noch ein paar Mal drüber. Obwohl die Polizei dann solche Schilder hinstellt, Achtung, geänderte Vorfahrt. Da guckt er zwei, dreimal drauf und weiß es auch, aber immer und immer wieder erwischt er sich noch dabei, wie er gerade noch mit Gewaltbremsung zum Halten kommt und ein paar Mal wischt er auch gerade noch über die Kreuzung weg, weil er es 20 Jahre lang so gemacht hat. Aber er hat es doch schon drin. Er hat schon drin, Achtung, geänderte Vorfahrt. Das andere ist ein Mitlaufen in der Gewöhnung. Aber je mehr er da übt und nicht erst, wenn er an die Kreuzung kommt, wenn er an die Kreuzung kommt, aber auch schon vorher, je mehr er sich vergegenwärtigt, du musst heute aber dran denken, wenn du an die Kreuzung kommst, da ist nicht mehr Vorfahrt für die Triebe, dann wird ihm das gelingen, dann geht's ihm nachher so, wie ich in der ersten Stunde über den Autofahrer sagte, dann muss er nicht mehr, das könnte er auch gar nicht, beim Fahren denken, jetzt die Bewegung, sondern dann geht es ganz von selber im Fluss. Wir haben eingangs gesagt, dass diese ganze Lehrrede über die Wurzelart aller Dinge nichts weiter ist als eine Betrachtung der Erlebens- und Denkweise der vier entscheidenden Menschentypen. Und zwei dieser Menschentypen haben wir uns den Weg gebahnt für ein Nachvollziehen dieser Betrachtung, die jeder ja für sich anstellen kann, nämlich den normalen, nicht heilskundigen Menschen, unter dem nicht nur der dumpfe, stumpfe Mensch ohne Sinn für Höheres zu verstehen hat, ein Höheres und Heiles, das ist zweierlei. Und dann haben wir den übenden Menschen, der sich nach dem Unnennbaren im Innersten ergriffen sehnt, der die endgültige Beendigung, das Ziel alles Mühens erreichen will, auf der Basis der Lehre besprochen. Und jetzt setzt der Erwachte in nicht weniger als sechs Durchgängen, das bildlose Bild der heilen Situation hin, das Leitbild des Heilgewordenen. In der Lehrrede, die gleich am Anfang der mittleren Sammlung steht, sechsmal. Dieser sechsfache Durchgang wird in aller Regel von uns selber beim Lesen, aber auch beim Besprechen ziemlich rasch übergangen. Da sagt man, das alles, was bei dem Kutucheno ist und auch was bei dem Sekund, bei dem Übenden noch ist, das ist da eben nicht mehr. Der Heilige hat vollkommen durchschaut, ist Gier, Hass und irrlos geworden und deswegen kann ihn das alles nicht mehr berühren, der ist am Ziel. Aber
Ich möchte doch, und es wird heute Vormittag die Zeit nicht mehr reichen, dann aber heute Abend fortsetzen, das ist ja auch eine stillere Sache, ich möchte doch der Absicht, die der Erwachte gewiss gehabt hat, als er 6-mal das Leitbild des Heiligen zeigte, der möchte ich doch etwas mehr gerecht zu werden versuchen, dass wir auch diese 6 Durchgänge gemeinsam miteinander besprechen. Denn wir brauchen ja Leitbilder. Jeder, der einer Lehre nachfolgt, der will ja wissen, wo komme ich denn da hin? Und es ist bei der Lehre des Erwachten hier in Europa ja oft so, dass man dann nur Antworten bekommt über das Nibbana, was das sei leer oder das sei das Nichts oder sonst irgendetwas. Während der Erwachte hier hinstellt, das Bild des Menschen, der das Ziel erreicht hat, der damals ja lebendig zu sehen war. Er zeigt in vier Durchgängen das Leitbild des Heilgewordenen, des unter seiner Anleitung Heilgewordenen. Und in den 2 letzten Durchgängen zeigt er dann noch das Bild des vollkommen Erwachten, der aus eigener Kraft erwacht worden ist, einmal, weil er ja seinen Hörern als der lebendige Zeuge für diesen Weg vor Augen stand, so dass sie wissen durften, was dieses große Wesen da vorne vorträgt, ist keine Theorie, ist nichts Erdachtes, sondern ist in dieser Person verwirklicht und wir kennen ihn ja, wir sehen ihn ja und wir sehen ja auch bei ihm das unvergleichliche Wohlbefinden. Und dann aber auch stellt er in diesem letzten Durchgang dann den Grund heraus, aus dem er erwacht ist, nämlich die Entdeckung des Gesetzes. Fangen wir also, soweit wir eben jetzt noch kommen, mit diesen Durchgängen, durch 6 Durchgängen, durch die Schilderung der heilen Situation an. Wer aber, Mönche, als heilgewordener Mönch, als Triebversieger, Endiger, gewirkten Werkes, Last entledigt, sein Ziel vollbracht, die Daseinsfesseln zerstört hat, in vollkommener Weisheit erlöst ist, auch dem gilt die Erde als Erde und hat ihm die Erde als Erde gegolten, dann denkt er nicht Erde, denkt nicht an die Erde, denkt nicht über die Erde, denkt nicht, mein ist die Erde, und sucht nicht Befriedigung bei Erde. Und warum nicht? Weil er rundum durchschaut hat, sage ich. Wasser, Feuer, Luft, Natur und Götter, Einheit und Vielheit, das All gilt ihm als All und hat ihm das All als All gegolten, dann denkt er nicht das All, denkt nicht an das All, denkt nicht über das All, denkt nicht, mein ist das All, und freut sich nicht des Alls, sucht dort keine Befriedigung. Und warum nicht? Weil er rundum durchschaut hat, sage ich. Das Nibbana gilt ihm als Nibbana und hat ihm das Nibbana als Nibbana gegolten, dann denkt er nicht Nibbana, denkt nicht an das Nibbana, denkt nicht über Nibbana, denkt nicht, mein ist das Nibbana und sucht nicht Befriedigung bei Nibbana. Und warum nicht? Weil er rundum durchschaut hat. Rundum durchschaut hat, Parinyata, das ist das, was der normale Mensch überhaupt nicht hat, was der übende Mensch auf dem hier empfohlenen Wege lernen soll, das hat er vollständig rundum durchschaut. Das ist das, was wir die universale Bewusstseinsweise nennen. Auch dem gilt die Erde als Erde. Da steht im Pali hier genau das Gleiche wie bei dem übenden Menschen. Da steht nämlich auch Patavito Api Janati.
Wir haben beim übenden Menschen übersetzt, er erfährt Erde wie von einer Erde ausgehend, aber aus Abstand. Die Struktur der Gewahrung, Gewahrung tritt ja immer noch, die früher geschaffenen Bilder treten ja immer noch, auch an einen Erwachten heran, solange und soweit er nicht wünscht, diesen ganzen, auch diesen direkten Wahrnehmungsapparat völlig stillzustellen. Das kann er ja jederzeit. Wir wissen, dass er bis zu 8 Tage, ohne dass der Leib darunter leidet, es tun kann. Er muss aber vorher sozusagen wieder auf die Zeitschaltuhr einschalten, in 8 Tagen wieder aus der Vertiefung hervorgehen. Sonst, ja, was passiert sonst, wenn er das nicht tut, wenn er das nicht möchte? Dann würde der Körper wegfallen und dann wäre die letzte Belästigung weg. Die meisten Heiligen tun das eben nicht, weil es ihnen so wohl ist, dass sie gar keine Veranlassung dazu sehen, dass das Restchen an Belastung, was nur vom Körperlichen herkommt und was nicht mehr sie belastet, was sie vollkommen unerschüttert lässt, weil sie das eben noch abwickeln, liquidieren. Die gekündigte Wohnung ist gekündigt, der Auszugstermin steht ganz nah bevor und nun, das ist so diese Zwischenzeit. Aber wenn es da heißt, erfährt Erde wie von einer Erde ausgehend, also selbst beim Erwachten, selbst beim Heiligen, kommt ein Betrüger zur Tür herein und sagt, ich komme von da draußen, ich bin der Sohn oder so irgendetwas. Nur, hier ist nicht nur der große Unterschied zum normalen Menschen, der vollkommen blind darauf hereinfällt und sagt, den Sohn als von draußen kommen, das ist der Sohn und ihn so hinnimmt und davon ausgehend denkt. Es ist auch nicht mehr so wie bei dem übenden Menschen, der wohl gesagt bekommen hat, du sei vorsichtig, wenn da einer hereinkommt, das könnte ein Betrüger sein, halte Abstand, prüfe ihn genau, wisse dabei immer, das wird wahrscheinlich ein Betrüger sein. Im Vergleich dazu ist ein Heilgewordener in der Situation eines Menschen, der auf die Art mit einem solchen Betrüger bekannt geworden ist, dass ihm der Richter, der ihn soeben rechtskräftig verurteilt hat, dass der ihm die Akten übergeben hat, wo das Geständnis von A bis Z drin stand, ich gebe zu, gelogen zu haben, ich gebe zu, der August Meyer aus der Nebenstadt zu sein und die Familie gar nicht zu kennen und nie mit dem Sohn zusammen gewesen zu sein. Ja. Natürlich, da ist der Abstand, auch da gilt das, was über den Übenden gesagt worden ist. Auch da kommt der Betrüger als Betrüger zur Tür herein. Er sagt seinen Spruch, aber da ist nun nicht einmal mehr vergiftete Speise, die einerseits lockt, ist nicht vielleicht doch, sondern da ist völliger, endgültiger Abstand. Das spielt sich ganz still, ganz da draußen ab. Das ist nicht einmal mehr einer, der nun überlegen muss, muss ich dagegen etwas tun, der muss auch nichts mehr dagegen tun. Da ist vollkommene Milde. Der Betrüger ist endgültig in den Abstand gerückt worden. Obwohl die Gewahrung äußerlich noch die gleiche Form hat, aber sie ist ganz und gar verändert. Sie ist völlig durchschaut. Es ist der ganze Gefühlsanteil heraus. Nichts mehr kann bewegen und regen. Obwohl hier also die gleichen Wörter sind, Pataving, Patavito, Api, Chanati, steckt dahinter doch etwas viel Tieferes noch als beim Übenden, obwohl beim Übenden der entscheidende Schritt auch schon getan ist. Und nun, das ist klar, wenn der Betrüger zur Tür hereinkommt, seinen Spruch sagt, einem, der den Vorgang ganz genau kennt, der vollkommen durchschaut hat, rundum, der hat keinerlei Veranlassung, Betrüger zu denken. Der bleibt da draußen. Das ist mit dem Auftreten des Eindrucks, der Erfahrung, mit dem Auftreten ist die erledigt. Da ist all das, was uns hauptsächlich belastet, vollkommen abgeschnitten. Was sollte ein solcher denken, Sohn, wenn er weiß, das ist ein Betrüger, was sollte er
an den Sohn denken, wenn er weiß, das ist ein Betrüger? Was sollte er über ihn, von ihm ausgehend, denken? Wie sollte er gar denken können, mein Sohn? Denn auch der, der da aus der Gewahrung zur Tür hereinkommt und sagt, das bin ich, der ist ja genauso als Betrüger durchschaut. Da kommt ja nur trügerische Gewahrung. Dies Ganze hier ist unecht. Dem Übenden war es gesagt worden, er hält es sich immer wieder vor, er musste sich immer wieder einpflanzen. Der Heilgewordene hat es rundum durchschaut. Da ist keine Rückseite und keine Vorderseite mehr. Da gibt es nichts Verborgenes mehr. Da liegt das alles vollkommen aufgeschlagen wie ein offenes Buch. Da ist es so, es gibt ja ein Gleichnis darüber, da ist es so, wie wenn einer in seinen Heimatort kommt, wo er jeden Steg und jeden Weg und jede Gasse kennt. Der muss gar nicht mehr denken, da und da geht's hin. Und das ist doch unser Ballast. Wenn die Gewahrung auf uns zukommt, da fängt ja unsere Belastung überhaupt erst an. Auch beim Übenden noch. Der normale Mensch, der setzt seinen ganzen Denkapparat ausweglos in Gang. Er denkt, das ist das, er denkt an das, er denkt darüber, davon ausgehend, was muss ich machen. Er setzt es zum Ich in Beziehung, er sucht krampfhaft Befriedigung und findet sie nicht. Das ist ja der ganze Ballast, der ganze Sack, die ganze Masse des Leidens. Und der Übende, der weiß, dass das Leiden ist und der ist nun im Kampf, der ist nun in der Auseinandersetzung, der hört dauernd, du sollst nicht das denken, dieses Vermeinen, das musst du aufgeben, das macht Leiden. Und das macht ihm auch Mühe und Kampf und Not und manchmal auch Beunruhigung und bis an den Rand der Verzweiflung. Nur ist er besser dran, weil er ja weiß, auf dem Wege komme ich heraus und so viel Zeit herauszukommen habe ich immer. Und wenn es noch 3 Äonen dauert, aber vielleicht dauert es bloß 3 Leben oder noch weniger, der ist schon einen Grad besser dran. Aber der Erwachte, der hat nun das erreicht, wonach sich der Übende sehnt, nämlich die Spitze, das Ende allen Mühens. Der muss nicht mehr arbeiten, bei dem schweigt der ganze Kopierapparat. Dieses Ganze denkt an, denkt über, denkt mein ist, sucht Befriedigung. Wo sollte er Befriedigung suchen? Er hat ja den Zwiespalt aufgehoben. Und der ist ja der Stachel, der das Leiden bringt. Der ist ja heil geworden. Wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, was das bei diesem ersten Durchgang heißt, er denkt all diese Dinge nicht, weil er sie rundum durchschaut hat. Er ist Zuschauer geworden. Mancher von uns hat vielleicht schon die Situation erlebt, dass er irgendetwas Mühevolles jahrelang getan hat, und dann wird er davon entlastet. Er bekommt das Vereinsamt abgenommen oder er tritt in den wohlverdienten Ruhestand und wie man das immer nennen mag. Oder ein anderer übernimmt zu seiner Freude eine Aufgabe, die ihn sehr belastet hat. Und nun kann er sagen, wie schön, endlich mal zuschauen zu können. Aber selbst darüber ist ein Heilgewordener hinaus. Der ist nicht einmal mehr auf das Zuschauen als Befriedigung angewiesen, sondern der ist einfach davon entlastet. Er hat rundum durchschaut hat, selber gesehen, der ist fraglos geworden. Der hat keine Frage mehr. Warum sind wir denn hier? Weil wir Fragen haben. Warum sprechen wir miteinander? Warum stehen wir abends noch oder sitzen wir abends noch beisammen und sprechen miteinander? Weil wir noch ungelöste Fragen haben. Dabei haben wir schon das Glück, sagen zu können, ja, wir sind immerhin dabei, die Fragen wirklich endgültig zu lösen. Wir haben dann viele, viele Knoten und das ist noch eine ziemliche Geduldsarbeit, die aufzulösen. Aber wir wissen den Weg dazu, aber wir haben noch Fragen. Nach den Elementen freilich nicht mehr, nach Welten nicht mehr. Aber denken wir uns den normalen Menschen, denken wir uns den menschlichen Zustand, den wir noch vor einer sehr begrenzten Anzahl von Jahren hatten, wo uns das alles noch bewegt hat, die Frage, was ist die Welt, wo kommt sie her, wie entsteht sie, wie vergeht sie, werden Katastrophen kommen,
Wie kann ich die verhindern? Was kann ich für meinen Nächsten tun? Was kann ich für meine Seele tun? Wo kommt die hin? Kann man überhaupt was ändern? Oder bin ich abhängig von blinden Mächten? All diese Fragen. Ungewissheit ist ja das Quälendste, was der Mensch kennt. Der Mensch nimmt ja lieber großes Leiden, schnelles, kurzes Leiden auf sich, als eine lange Ungewissheit. Für den, der rundum durchschaut hat, ist das alles nie gewesen. Er ist fraglos geworden. Das steckt in diesem, weil er völlig durchschaut hat. Deswegen können all diese Denkregungen, Denkbewegungen, dieses Geklapper der Denkmaschine, die können nicht mehr entstehen. Und wenn wir so denken an die Vorstellung, an die Gewahrung, die mancher von denen, die wir kennen oder wir selber auch manchmal in weniger guten Stunden vielleicht vom Nibbana haben, wo alles, was jetzt so uns noch Freude macht oder vieles von dem, was uns noch Freude macht, das ist da gar nicht mehr da, ja, da ist ja gar nichts. Ja, ein Heilgewordener, der kann nicht mehr enttäuscht werden, weil er dadurch, dass er rundum alles durchschaut hat, nicht getäuscht ist. Es gibt für ihn auch nichts Verborgenes. Er hat das Ziel der Mühen erreicht. Er hat da, wo bei dem normalen Menschen und auch bei dem Übenden noch Kampf ist, noch Bewegung ist, da hat er Gestilltheit. Da hat er völlige Gewissheit. Gewissheit, das ist ja so wie die Nadelspitze, der Punkt, der oberste Punkt der Nadel ist, wo die Nadel aufhört, so ist Gewissheit der oberste Punkt von Vertrauen, von Zuversicht. Da, wo die Zuversicht aufhört, wo sie ihren höchsten Punkt erreicht hat, wo man sie nicht mehr braucht, das ist die Gewissheit. Da ist er angelangt. Das steckt alles in dieser Frage drin. Warum denkt er nicht mehr so? Weil er völlig durchschaut hat. Also ein völlig gestilltes, völlig tätigkeitsloses Verhalten, völlig kampfloses, gar keine Mühe mehr. Die Geborgenheit, die größte Geborgenheit, nicht nur mit der kleinsten Mühe, sondern ohne einen Hauch von Mühe. Und wenn es heißt, er freut sich nicht der Erde, der Götter des Alls, des Nibbana, ein Heiler freut sich nicht des Nibbana, wir müssen genauer sagen, er sucht nicht Befriedigung beim Nibbana, denn da ist kein Ich, der durch etwas anderes, und sei es auch die größte Einheit oder Nichtheit oder Überwindung von allem, zu befriedigen wäre, sondern da ist Frieden. Der hat nicht einmal mehr Befriedigung nötig. Wir können es hier nur so kurz ansprechen, aber es ist gut, wenn man sich dieses Bild, diesen Zustand vor Augen hält, wo alles, was uns bewegt und belastet und bedrückt, weg ist. Weil man dann auch über dieses Denken müssen, das auch eine ganz heilsame und unerlässliche Übung ist, dass alle Kanda leidig sind, dass sie im Grunde Lasten sind, weil man da in solchen Momenten, wo einem das gelingt, noch darüber erhoben ist, wenn man sich das so ganz von oben her vorzustellen versucht, dass da eben einfach Entlastung von allen Lasten und Stillung und Befriedung von allem Bewegten ist. Das ist der erste Durchgang als Begründung dafür, warum beim Heilgewordenen der Betrüger keinerlei Reaktion mehr im Denken ausübt, weil rundum durchschaut ist. Ich glaube, es ist so nah an 12, dass wir jetzt lieber aufhören, statt durch Klingeln unterbrechen zu müssen. Auch für die Freunde, die vielleicht heute Abend nicht mehr da sind, sind wir an einem gewissen Abschluss, Teilabschluss angelangt und wir haben dann heute Abend noch eine ruhige Stunde für die 5 restlichen Durchgänge durch die heile Situation. Ich habe uns da in einer etwas schiefen Schlachtordnung einen kleinen Überblick
über die erste Lehrrede aufgezeichnet, damit sie es hinterher verfolgen können. Wir haben ja heute Morgen gesehen, dass die ganze Lehrrede eigentlich nur in Anführungsstrichen darin besteht, dass die Art des Erlebens und Denkens für vier Menschenarten gezeigt wird. Für den Nicht-Heilskundigen, für den Übenden, für den Heilgewordenen und für den vollkommen Erwachten. Allen Vieren erscheint das Gleiche. Die Erscheinung, beispielsweise Erde, die so tut, als sei sie von einer objektiven Erde draußen, außerhalb der Gewahrung, verursacht. Patavin, Patavito und so weiter, bis Nibbana, bis zu der Vorstellung Nibbana. Und die Art, wie diese Gewahrung, wie dieser Betrüger, der vorgibt, von draußen zu kommen, wie der zur Tür hereinkommt, die ist nun verschieden. Beim Nichtheilskundigen einerseits, Sanjanati, da nimmt man ihm unbesehen seinen Spruch ab. Da glaubt man ihm, da vertraut man ihm, da vertraut man der Erfahrung, der trügerischen Erfahrung. Während beim Übenden und beim Heilgewordenen, da hat man Abstand genommen. Der Übende noch im Sinne dessen, dem man sagt, die Speise, die dir sonst so gut schmeckt, die ist jetzt vergiftet, pass auf. Und der Heilgewordene, der hat den endgültigen Schnitt vollzogen, da lockt keine Speise mehr. Und dann, wenn die Gewahrung so zur Tür herein, bitte ja, Herr Rolf. Ein passives Verhalten bis dahin. Bis dahin, das ist der passive Teil des Erlebens. Das Abhijanati selber ist ein passiver Teil, aber es entsteht zuallererst durch den einmaligen, blitzaugenblicklichen Einschlag der Lehre. Denn von da an, da wird der nicht heilskundige Mensch zwangsläufig zum Übenden. In dem Moment, wo er die Lehre wirklich auch nur einen winzigen Augenblick, aber bis zum Grund begriffen hat, da hat er diesen Widerspruch in sich, da passt nichts mehr dazu und dann rumort und gärt es in ihm und dann übt er eben mehr oder weniger planmäßig, aber er kann dann gar nicht mehr anders. Und durch dieses Üben wird das Abhi in den Janati bei ihm immer größer. Durch diesen ersten Einschlag der Lehre, da ist schon mal der oft gebrauchtes Beispiel, der erste Sprung in der Tasse. Man trinkt noch aus der Tasse, die Tassenwände sind noch dicht beisammen. Der Sprung ist zwar drin, aber es ist noch nicht richtig undicht, es leckt noch nicht durch. Aber damit ist er schon zum Übenden geworden und da ist schon mal etwas Endgültiges vollzogen. Eine kleine Trennung, es ist nicht mehr dasselbe, wenn der Betrüger reinkommt. Man kann ihm nicht mehr blindlings glauben. Wenn man trotzdem noch auf ihn hereinfällt, das haben wir heute Morgen gesagt, dann liegt es daran, dass man ja noch die ganze Denkgewohnheit aus den Äonen und Millionen Jahren, jedenfalls aus diesem Leben, mit sich schleppt, dass die Gedanken so rollen wollen und dem seinen Spruch abnehmen wollen, aber der Sprung ist doch schon drin, es geht nicht mehr ganz so, auch wenn man aus Gewohnheit mal noch, man erwischt sich dann schneller wieder. Und dann wird durch das Üben des Übenden, indem er diese ganze Reihe, er vermeint, er denkt Erde, er denkt über Erde, freut sich über die Erde, über das Abhinandati, das alles, weil er das nicht mehr macht, sondern sich bemüht, wenigstens im Denken nicht mehr das nachzuvollziehen, nicht den Kopierapparat laufen zu lassen auf den ersten passiven Akt der Gewahrung hin. Weil er das macht, dadurch wird dann in der Gewahrung, die immer so kommt, wie sie kommt, an der kann man nichts machen. Aber auf lange Sicht wird durch dieses Üben dann der Abstand, der innere Abstand immer größer. Das Herz wird geändert, es hält sich mehr zurück von den Dingen. Der Abstand wird immer, er ist zwar mit dem Sprung in der Tasse schon da, aber allmählich wird er breiter, nachher leckt die Tasse schon, nachher sagt man, wenn man noch draus trinkt, sagt man, die Tasse wird aber auch schlecht, so langsam muss ich von der Abstand nehmen, sonst läuft mir ja das Getränk dadurch. Und schließlich ist er so groß, dass man die Tasse nicht mehr benutzt. Und wenn das endgültig geworden ist, wenn die Tasse auseinander ist, dann
bis das Stadium erreicht. Wir haben diesen Spruch in der Tasse immer für die Hörerschaft genommen. Ist es so, dass der Übende, der dort gemeint ist, der Hörer ist, oder gilt es auch schon vorher? Ich würde es schon für den Anusari ansetzen, der also nicht, bei dem nicht feststeht, dass er, bei dem nur feststeht, dass er hinkommt. Da ist im Grund schon der erste Sprung in der Tasse. Da ist nur noch die Ungewissheit, wie lange es dauert. Es mag sein, das kann sein, dass das Gleichnis von dem Sprung in der Tasse in erster Linie für den Hörer gebraucht worden ist, aber wir wissen ja, schon beim Anusari hat sich etwas Endgültiges vollzogen. Da ist es nur noch eine Zeitfrage, aber das ist natürlich... Das nur noch ist da nicht begrenzt auf, wie es heißt, 7 Leben, sondern das kann noch eine ganze Weile dauern. Aber der ist schon in dem Stadium, dass es eben rumort bei ihm. Der ist ein Übender geworden. Auch der den Druck gemäß, der Anusari, werden noch unterfahren. Ja, ja. Also das heißt, den Wege zur Hörerschaft. Ja, das ja. Heißt also in dem Augenblick, wenn einer wirklich Anusari geworden ist, sein Deko, der braucht keinen Fall. Ja, er kann gar nicht anders. Kann nicht anders. Und wenn dann ist die Hörerschaft nur noch sozusagen ein Abschluss, den Rede. Er weiß ja nicht, wie jetzt gesichert. Ja. Aber der Anusari, der weiß es noch. Der hat den Zug. Aber der hat den Zug, ja. Ja. Und wir hatten von dem dritten der Menschen, von dem Heilgewordenen, von dem ja in 4 Durchgängen geschildert wird, wie nun seine Erlebens- und Denkweise ist, da hatten wir schon den ersten Durchgang hinter uns gebracht. Wenn da der Betrüger hereinkommt, der findet keinerlei Nachdenken, der ist keines Nachdenkens mehr wert, der ist ins Abseits gestellt, weil er rundum durchschaut hat. Und wir haben uns heute Mittag etwas vergegenwärtigt, was das bedeutet, rundum durchschaut zu haben, nicht mehr enttäuscht werden zu können, weil man nicht mehr getäuscht werden kann, fraglos geworden zu sein, keinerlei Ungewissheit, nichts Verborgenes mehr zu kennen, Gewissheit zu haben über das Vertrauen, über die Zuversicht, die bis dahin vorangezogen hat, hinausgewachsen zu sein an ihrer obersten Spitze, wo Zuversicht zum Sehen, Zuversicht, wo man noch auf etwas zusieht und dann sieht man rundum, universale Bewusstseinsweise. Und dann heißt es weiter, wiederum über den Heiligen, wer aber, Mönche, als heilgewordener Mönch, als Wahnversieger, Endiger, gewirkten Werkes, Last entledigt, sein Ziel vollbracht, die Daseinsfesseln zerstört hat, in vollkommener Weisheit erlöst ist, auch dem gilt die Erde als Erde, und hat ihm die Erde als Erde gegolten, dann denkt er nicht Erde, denkt nicht an die Erde, denkt nicht über die Erde, denkt nicht, mein ist die Erde, und freut sich nicht der Erde, befriedigt sich nicht bei Erde. Und warum nicht? Weil er gierversiegt, gierlos ist. Wörtlich, weil er durch Versiegung der Gier, durch Vernichtung der Gier, selber gierlos geworden ist. Wasser, Feuer, Luft, die Wesen und Götter, Einheit und Vielheit, das All gilt ihm als All und hat ihm das All als All gegolten, dann denkt er nicht das All, denkt nicht an das All, denkt nicht über das All, denkt nicht, mein ist das All, und befriedigt sich nicht beim All. Und warum nicht? Weil er durch Vernichtung der Gier gierlos geworden ist. Die Wahnerlöschung gilt ihm als Wahnerlöschung und hat ihm die Wahnerlöschung als Wahnerlöschung gegolten, dann denkt er nicht die Wahnerlöschung, denkt nicht an die Wahnerlöschung, denkt nicht über die Wahnerlöschung, denkt nicht, mein ist die Wahnerlöschung, und befriedigt sich nicht bei der Wahnerlöschung. Und warum? Weil er durch Versiegung der Gier gierlos geworden ist. Und wir haben ja in dem vorherigen Durchgang gehört, wodurch er gierlos geworden ist, durch die Rundumdurchschauung, dadurch, dass der Geist alles erfasst hat
alles gesehen hat, keine offene Stelle mehr geblieben ist, da war nichts mehr, was anziehen konnte. Wenn wir in Ruhe und Stille die Dinge betrachten, dann gehen wir ja auch auf Abstand, dann verlieren sie ihre Anziehung, ihr Zerren und Ziehen. Und bei ihm ist das nun vollkommen geworden. Er ist völlig ohne Anziehung, Anziehendes. Das heißt nicht, wie es klingen könnte, er ist ohne Wohl, sondern es ist mit ihm wie mit einem krank gewesenen, heil gewordenen, der nun auf seine früheren Fieberbilder zurücksieht, als ein Erlöster, als ein Entronnener. Die früheren Fieberbilder, die ziehen ihn wahrhaftig nicht mehr an. Er weiß ja, das war die Krankheit und er hat jetzt ja ein unvergleichlich größeres Wohl. Und Befriedigung kennt er nicht, denn Befriedigung, das haben wir heute Morgen gesehen, gibt es ja nur da, wo man auf den Betrüger hereinfällt, wo man das Gewahrte als von etwas draußen herkommend auffasst und meint, da draußen ist etwas und das hat Bedeutung für ein Ich. Aber da ist das ja aufgelöst, da ist ja darüber hinausgewachsen, da wird ja völlig gesehen, dass alles Anstoßen und alles Anziehen, dass das alles nur im Bereich der Gewahrung vor sich geht und die Gewahrung mit ihren Ursachen, mit den Ursachen ihrer Auflösung ist völlig durchschaut. Und was da auch kommt als Gewahrung, welchen Spruch auch der Betrüger sagt, es regt sich nichts mehr bei diesem Spruch. Es ist keine Veranlassung, gar keine Veranlassung, auch nur darüber nachzudenken oder gar davon ausgehend nachzudenken oder irgendeinen Bezug herzustellen. Nichts zieht und zerrt mehr an ihm und nichts fesselt ihn. Wenn wir denken, was an uns alles zieht, zieht ist viel zu schwach ausgedrückt. Wenn wir uns einen Augenblick nur hinsetzen wollen und ruhig nachdenken, ja selbst da zerrt und zieht und zwickt es, da will es nach dahin, da will es nach dorthin, da will es nach tausend Richtungen. Das macht ja unsere kurze Lebensdauer aus, das macht unsere Müdigkeit, unsere Mattigkeit, unseren Schmerz aus. Das ist da alles völlig aufgehoben. Nicht einmal die höchsten Vorstellungen, die uns noch ziehen, wenn wir an die Entlastung denken, an die zunehmende Entlastung, die vollkommen wird im Nibbana, das ist ein herrlicher Zug für uns. Auch das zieht ihn nicht mehr, denn er ist ja da. Er kennt nicht mehr ein Heimweh, denn er ist zu Hause. Er ist der Herr der Welt, denn er ist der Herr des Herzens. Er ist nicht mehr in der Gewalt des Herzens, sondern hat das Herz in der Gewalt. Und deswegen steht er fest, ohne dass etwas an ihm ziehen oder zerren kann, fest und unerschütterlich. Das wird hier in diesem zweiten Durchgang gesagt. Und im dritten Durchgang heißt es, wer aber, Mönche, als heiliger Mönch, als Wahnversieger, Endiger, gewirkten Werkes, Last entledigt, sein Ziel vollbracht, die Daseinsfesseln zerstört hat, in vollkommener Weisheit erlöst ist, auch dem gilt die Erde als Erde und hat ihm die Erde als Erde gegolten, dann denkt er nicht Erde, denkt nicht an die Erde, denkt nicht über die Erde, denkt nicht, mein ist die Erde und freut sich nicht der Erde. Und warum nicht? Weil er durch Versiegung des Hasses hasslos ist. Wasser, Feuer, Luft, die Wesen und Götter, Einheit und Vielheit, das All gilt ihm als All und hat ihm das All als All gegolten, dann denkt er nicht das All, denkt nicht an das All, denkt nicht über das All, denkt nicht, mein ist das All und befriedigt sich nicht beim All. Und warum nicht? Weil er hassversiegt, hasslos ist.
Die Wahnerlöschung gilt ihm als Wahnerlöschung und hat ihm die Wahnerlöschung als Wahnerlöschung gegolten, dann denkt er nicht die Wahnerlöschung, denkt nicht an die Wahnerlöschung, denkt nicht über die Wahnerlöschung, denkt nicht, mein ist die Wahnerlöschung und befriedigt sich nicht bei Wahnerlöschung. Und warum nicht? Weil er Hass versiegt, hasslos ist, durch Versiegung des Hasses hasslos geworden ist. Das heißt, in der feinsten Form, ohne jede Abstoßung. Wie ihn überhaupt nichts mehr zieht und weil ihn nichts mehr zieht, weil er feststeht, kann ihn auch nichts mehr abstoßen. Der Betrüger kommt, sagt seinen Spruch. Der Spruch zieht ihn nicht mehr an, aber er stößt ihn auch nicht mehr ab. Er hat für diesen Betrüger, der ihn äonenlang durch die Welten gehetzt hat, der ihn betrogen hat, für den hat er auch nicht einmal mehr ein Pfui, nicht einmal mehr ein Weg. Er stößt ihn gar nicht mehr ab, er ist erledigt, abgetan, er hat nur noch Milde und Gestilltheit. Er braucht auch nicht mehr zu denken, dagegen muss man etwas tun, das ist das Schlechte, das ist das Unheilsame. All das hat er nicht mehr, kennt er nicht mehr, darüber ist er hinausgewachsen. Napinandati, er sucht da kein Wohl mehr und also stößt es ihn auch nicht ab, wenn dort keines zu finden ist. Das hat er ja rundum durchschaut, darum zieht es ihn nicht und darum stößt ihn das Gegenteil nicht ab. Es ist sogar in dem Sinne, wie wir Wörter wie leer und hohl auffassen, ist für ihn sogar Karma oder Rupa-Welt oder Formlosigkeit. Für ihn ist das nicht einmal mehr, obwohl er es rundum durchschaut hat, in dem Sinne, wie wir es verstehen, leer und hohl. Denn wir verstehen noch unter leer und hohl weitgehend das Gegenteil von voll, von Fülle. Und wir haben aus alter Denkgewohnheit, wieder besseres Wissen großenteils, aber aus alter Denkgewohnheit noch immer mit der Vorstellung Fülle ein etwas Positives verknüpft. Und wenn wir hören leer, dann ist das für uns das Gegenteil von lange, lange Zeit erwünscht gewesenem und heute noch lockendem. Dann ist das leer von der zwar vergifteten, aber wohlschmeckenden Speise. Aber diese sprachliche Abstoßungsform, auch die hat ein Heilgewordener überwunden. Wenn jemand nach einem Höllenlärm in die Stille kommt, die Ohren haben ihn geschmerzt, der Kopf hat ihn geschmerzt, er hat gelitten unter dem Lärm und jetzt ist es plötzlich vollkommen still. Und er atmet auf in der Stille, dann sagt der ja auch nicht, die Stille ist lärmlos. Es ist dann eben Stille. Oder wenn jemand lange unter Wasser getaucht war, in größter Atemnot war, um sein Leben besorgt war und jemand rettet ihn, zieht ihn heraus und er kann nun wieder atmen, er bekommt nun Luft, der wird bestimmt nicht sagen, die Luft ist leer von Wasser, die Luft ist wasserlos. Oder wenn ein langer, blutiger Krieg war, und es ist Frieden geschlossen und das Schießen und Töten und Morden hört auf und die Unsicherheit und es ist Sicherheit und es ist Frieden, dann wird der Aufatmende, der nun dieses Friedens sicher sein kann, bestimmt nicht sagen, der Frieden ist krieglos. Das ist kein Widerspruch dazu, dass der Erwachte von sich sagt, auf die Frage von Anando, was er die meiste Zeit, als er da mal vorübergehend einsam war, getan hätte, dass er da sagt, in der Zeit habe ich meistens mich der Leerheit, Sunyata, gewidmet. Denn da ist es nur eine sachliche Feststellung, dass da alle Vorstellung völlig entlassen war. Wir verstehen unter Leer etwas ganz anderes. Wenn der Erwachte so etwas sagt, dann in dem Sinne, dass der Luftmangel beseitigt ist, der Friedensmangel beseitigt ist, der Mangel an Stille beseitigt ist. Denn Luftmangel, Friedensmangel, Mangel an Stille, das ist das, was wir noch aus unserer alten Denkgewohnheit
Fülle nennen. Fülle ist Bedrängnis. Fülle ist ein Gedränge, ein Geschiebe, ein Gequäle von lauter Vergänglichem und Sterblichem. Und darüber ist ein Heilgewordener hinaus. Auch über diese Scherben der Verblendung ist er hinaus. Da ist eben einfach die Krankheit und auch die Nachwehen der Krankheit in der Denkgewohnheit, das alles ist überwunden. Da ist nicht einmal mehr im Denken oder im inneren sprachlichen Ausdruck oder im äußeren sprachlichen Ausdruck noch irgendetwas an Nachwehen von dieser Krankheit. Da ist einfach Frieden und Stille und Eingeebnetheit. Deswegen heißt es hier, weil er Hass versiegt, hasslos ist. Und nun der vierte Durchgang. Wer aber, Mönche, als heiliger Mönch, als Wahnversieger, Endiger gewirkten Werkes, wir merken, jeder einzelne dieser Ausdrücke gewinnt für uns mehr Inhalt, wenn wir das bedenken, was wir eben versucht haben nachzuvollziehen, was es heißt, rundum durchschaut haben, völlig befreit von Anziehung zu sein, völlig befreit von Abstoßung zu sein. Das sind alles Dinge, die verbunden sind mit diesem, die Triebe versiegt haben, ein endiger Sein, mangelnde Durchschauung zu Ende, angezogen, gezerrt sein zu Ende, abgestoßen sein zu Ende, gewirkt das Werk, nicht mehr kämpfen müssen gegen Blindheit, nicht mehr kämpfen müssen gegen Nichtwissen, nicht mehr kämpfen müssen gegen abgestoßen sein. Am Ziel der Mühe angelangt, gewirkten Werkes, Last entledigt, jedes einzelne dieser Dinge, Nichtdurchschauung, gezogen sein, abgestoßen sein, das sind doch alles Belastungen gewesen. Milliarden Nadelstiche, vom Nadelstich bis zum größten Schmerz, davon entledigt. Sein Ziel vollbracht, die Daseinsfesseln zerstört hat, in vollkommener Weisheit erlöst ist. Auch dem gilt die Erde als Herde, der Betrüger kommt und sagt seinen Spruch. Und hat ihm die Erde als Erde gegolten, dann denkt er nicht Erde. Er muss nicht denken. Das ist etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn wir etwas gewahren, dann schnurrt sofort der Apparat los. Wir können gar nicht anders. Bei uns geht es noch darum, dass wir richtig herumdenken und nicht falsch herum. Aber bei ihm ist da ja Schweigen, Stille, Ruhe. Denkt nicht an die Erde, denkt nicht über die Erde, denkt nicht, mein ist die Erde. Und freut sich nicht, befriedigt sich nicht bei Erde. Und warum nicht? Weil er durch Versiegung der Verblendung unverblendet ist. Wasser, Feuer, Luft, Wesen und Götter, Einheit und Vielheit, das All gilt ihm als All. Und hat ihm das All als All gegolten, dann denkt er nicht das All. Denkt nicht an das All, denkt nicht über das All, denkt nicht, mein ist das All und befriedigt sich nicht beim All. Und warum nicht? Weil er durch Versiegung der Verblendung unverblendet ist. Das Nibbana gilt ihm als Nibbana. Und hat ihm das Nibbana als Nibbana gegolten, dann denkt er nicht Nibbana. Denkt nicht an Nibbana, denkt nicht über Nibbana, denkt nicht, mein ist das Nibbana und sucht nicht Befriedigung bei Nibbana. Und warum nicht? Weil er durch Versiegung der Verblendung unverblendet worden ist. Der Geist ist vorangegangen, hat rundum alles durchschaut. Damit war jede Möglichkeit der Anziehung, der Abstoßung ausgeschaltet. Und damit war all das, der ganze Vorhang, die ganze Unruhe, alles, was uns hindert, klar zu sehen, alles, was uns blind macht, das war wie ein Schleier, wie ein mürber Schleier, wie ein Morscherschleier, der zerfällt, zerfallen. Er ist nun mit dem ganzen Herzen da, wohin ihn der Geist geführt hat.
Damit ist in der vollen Rundung, mit diesen Ausdrücken rundum durchschaut, Parinyata, frei von Anziehung, frei von Abstoßung, frei von Verblendung. Damit ist nun rundum beschrieben der Zustand des gesund gewordenen, des vollkommen geheilten, des Sehenden, des Wachen. Das ist die heile Situation. Und wenn man sich die immer einmal wieder, gerade auch anhand dieser Lehrrede im Vergleich zu den anderen Erlebnisweisen vor Augen hält, dann bildet sich ein Sehnen danach, dann bildet sich ein Zug dahin. Und nun, nachdem die heile Situation, die Situation, zu der der Erwachte seinen Nachfolgern verspricht hinzuführen, nachdem er die nun rundum gezeigt hat, nun zeigt er noch in zwei Durchgängen den Zustand des vollkommen Erwachten, der also nicht durch Belehrung eines anderen, sondern allein auf sich selber gestützt zur Durchschauung und zur Heilung gekommen ist. Und er tut das, wie ich heute Morgen schon sagte, auch deswegen, um diesen Hörern, diesen Zuhörern, die da vor ihm sitzen, klar zu machen, was ich euch hier zeige und wohin ich euch anleite. Das ist keine Theorie, das ist erfahrene, lebendige Wirklichkeit. Hier vor euch steht einer, der das selber errungen und verwirklicht hat und der dieses unnennbare Wohl an sich hat und dem ihr ja auch anmerken könnt, den ihr darauf prüfen könnt, Tag und Nacht, in jeder Sekunde, in jedem Gespräch und immer, den ihr prüfen könnt, ob er dem standhält, dem der im dauernden Wohl ist, in der höchsten Sicherheit ist und der der Welt von seinem Frieden geben kann. Und da sagt nun der Erwachte zunächst, und dem Vollendeten, ihr Mönche, dem Heilgewordenen, vollkommen Erwachten, gilt die Erde als Erde. Auch da kommt noch der früher geschaffene Betrüger und sagt seinen Spruch, und hat ihm die Erde als Erde gegolten, dann denkt er nicht Erde, denkt nicht an die Erde, denkt nicht über die Erde, denkt nicht mein ist die Erde und befriedigt sich nicht bei Erde. Und warum nicht? Weil der Vollendete rundum durchschaut hat. Soweit ist er völlig gleich mit allen anderen heil geworden, überhaupt in seinem jetzigen Wohl, in seiner Gesichertheit, da ist jeder Heilgewordene dem Meister gleich. Aber nun kommt das, was einen vollkommen Erwachten von einem anderen Heilgewordenen unterscheidet. Das liegt aber nur in dem Weg, zu dem er dahin gekommen ist. Der heile Zustand ist der heile Zustand. Ein Geheilter ist geheilt. Aber der Weg, durch den ein Erwachter, ein vollkommen Erwachter heil geworden ist, das ist ein ganz besonders breit, gewaltig angelegter Weg, der Weg ohne Stütze auf den anderen. Er sagt darüber Folgendes, und dem Vollendeten, ihr Mönche, dem Heiligen, vollkommen Erwachten, gilt die Erde als Erde, und hat ihm die Erde als Erde gegolten, dann denkt er nicht Erde, denkt nicht an die Erde, denkt nicht über die Erde, denkt nicht, mein ist die Erde, und befriedigt sich nicht bei Erde. Und warum nicht? Genügen, befriedigen, ist des Leidens Wurzel. Das hat er entdeckt. Werden gebiert, Gewordenes altert und stirbt. Darum also, ihr Mönche, sage ich, dass der Vollendete, weil er allen Lebensdurst versiegt hat, ihm entwöhnt ist, entrodet, entgangen, entwunden, in der unvergleichlichen, vollkommenen Erwachung auferwacht ist. Wasser, Feuer, Luft, Natur und Götter, Einheit und Vielheit, das All gilt dem Vollendeten als All
und hat ihm das All als All gegolten, dann denkt er nicht das All, denkt nicht an das All, denkt nicht über das All, denkt nicht, mein ist das All, und sucht nicht Befriedigung beim All, und warum nicht? Befriedigen ist des Leidens Wurzel. Das hat er entdeckt. Werden gebiert, Gewordenes altert und stirbt. Darum also, ihr Mönche, sage ich, dass der Vollendete allem Durst erstorben, entwöhnt, entrodet, entgangen, entwunden, in der unvergleichlichen, vollkommenen Erwachung auferwacht ist. Das Nibbanang gilt dem Vollendeten als Nibbanang, und hat ihm das Nibbanang als Nibbanang gegolten, dann denkt er nicht Nibbanang, denkt nicht an Nibbanang, denkt nicht über Nibbanang und denkt nicht, mein ist Nibbanang und sucht nicht Befriedigung bei Nibbanang. Und warum nicht? Genügen, befriedigen ist des Leidens Wurzel. Das hat er entdeckt. Werden gebiert, Gewordenes altert und stirbt. Darum also, ihr Mönche, sage ich, dass der Vollendete allem Lebensdurst erstorben, entwöhnt, entrodet, entgangen, entwunden, in der unvergleichlichen, vollkommenen Erwachung auferwacht ist. Der Erwachte hatte zu Eingang der Lehrrede versprochen, seinen Zuhörern die Wurzel aller Dinge zu zeigen. Und hier nennt er sie nun ganz ausdrücklich: Befriedigen ist die Wurzel alles Leidens. Denn bei diesen Durchgängen wird es ja dem, der das in Ruhe betrachtet, klar, alle Dinge, die da genannt sind, Erde, Wasser, Feuer, Luft, die Wesen, die Gottheiten, die unbegrenzten Sphären, Einheit, Vielheit, alles, was man irgend gewahren kann, all das vergeht. Und all das, solange man das feine Haar auf der Schwelle übersieht und meint, das käme von draußen. Und hier sei ein Ich, der das andere, sei es einheitlich oder vielfältig, sei es grob oder fein, erfährt. Solange das ist, solange ist Leiden. All diese Dinge vergehen irgendwann einmal. Und es geht aus den höchsten Sphären immer wieder abwärts. Und deswegen sagt der Erwachte hier zu den Dingen gar nicht mehr Dinge, sondern er nennt sie bei dem Namen, den er in der ersten Wahrheit aufgezeigt hat. Er nennt sie umfassend Leiden. Und davon ist Befriedigen die Wurzel. Wir haben heute Morgen schon das in einer ganz kurzen Form mal angesprochen. Das ist ja auch zwangsläufig. Es ist ja so einfach. Nur die ganze irrende Wesenheit sieht es nicht. Wie kann es denn anders sein? Befriedigen kann nur Leiden bringen. Wenn ich das Haar auf der Schwelle übersehe, dass da alles, was kommt, Grobes und Feines, Einheitliches und Vielfältiges, Gewahrung ist, und ich meine aber, ich glaube aber dem Geschwätz des Betrügers, er käme von draußen, und ich setze dann im Denken, setze dann den Kopierapparat in Gang und mache da ein Ich und da draußen etwas, was mit dem Ich in Beziehung steht, und statt der Gewahrung nachzugehen, aus der das alles kommt, gehe ich diesen Inhalten der Gewahrung nach, die doch alle vergänglich sind. Ich aber will doch unvergängliches Wohl. Ja, das muss doch dauernd und immer wieder und endlos scheitern. Das kann doch nur Leiden bringen. Beständiges Wohl bei Vergänglichem, bei Zerbrechlichem zu suchen. Und es an der ganz falschen Stelle zu suchen. An einer Stelle, die es gar nicht geben kann. Die es gar nicht geben kann. Weil wir ja aus der Gewahrung nicht in irgendein Etwas außerhalb von Gewahrung hinein können. Man kann Gewahrung nur aufgeben, überwinden,
eingehen lassen. Befriedigen, diese Wurzel, die umfasst, wenn wir uns fragen, wo sie hier zu Hause ist, die umfasst diese ganze Skala, die ist ja schon in der Gewahrung drin. Denn wir haben uns ja erarbeitet, früher schon, was ist denn in der Gewahrung drin? Form, äußere und innere, Gefühl und die erste Reaktion drauf. Und die ist ja befriedigen wollen. Wenn der Betrüger hereinkommt und seinen Spruch sagt, dann ist bei dem, der die Lehre überhaupt nicht kennt, die erste Reaktion zwangsläufig. Sie kann gar nicht anders sein, denn so tritt ja die Gewahrung auf als Betrüger. Und er weiß ja nicht, dass es ein Betrüger ist. Die erste Reaktion ist immer, sich dabei befriedigen wollen, indem man entweder, wenn es angenehm ist, darauf zugeht, wenn es unangenehm ist, davon wegzugehen, sich ziehen lassen, sich abstoßen zu lassen. Das ist ja das Gefängnis, das unausweichliche, das unentrinnbare Gefängnis. Das ist also schon in diesem ersten Erlebnisaugenblick mit drin, das Nandi, als die Spontanreaktion. Und dann lässt man noch diesen riesen Apparat, diese donnernde Maschine, dieses gewaltige Schwungrad, das lässt man noch laufen und unterstützt es noch mit Denkkraft, indem man nun an das Falsche denkt, an das vermeintlich von draußen kommende, an die Sprüche des Betrügers, statt daran zu denken, da kommt ein Betrüger, indem man Erde, Wasser, Feuer, Luft, Götter, Vielheit, Allheit, Nibbanang, Vorstellung Nibbanang, denkt und daran denkt, davon ausgehend denkt, von einem außerhalb denkt, an das man gar nicht hinkommen kann, es in Beziehung setzt zu etwas, was auch als Betrüger aus der Gewahrung kommt, nämlich zu einem Ich. Und weil man das tut, das ist ja wiederum Genüge suchen, wiederum, das ist ja ein wesentlicher Teil des Befriedigen. Wie kann ich es bekommen? Wie kann ich dahin kommen, dass ich das, was mir begehrenswert erscheint, erlange und wie ich es erreichen kann, dass mir fern bleibt, das, was mir wehtut. Diese ganze Skala wird umspannt von dem Ausdruck Nandi, befriedigen. Und dieses gewaltige Ursachen setzen, das ist ja eine fürchterliche negative Arbeit, das ist ein dauerndes Bewirken. Und wir wissen ja, keine Ursache ohne Wirkung. Diese gewaltige, fürchterliche, planlose, aber konsequenzenreiche Arbeit, die ist des Leidens Wurzel, wie der Erwachte ganz wörtlich sagt. Und Wurzel, das heißt ja, dass daraus etwas wächst, dass daraus etwas wird. Diesen Vorgang des Werdens aus der Wurzel befriedigen, was ist dieses Werden? Bahava, das ist der nächste Satz, da kommt gar nichts Neues. Wenn man das so liest, befriedigen ist des Leidens Wurzel, da denkt man, das ist Satz 1. Und dann denkt man, Werden gebiert, Werden führt zur Geburt, dann denkt man, das ist Satz 2, da kommt was anderes, da kommt gar nichts anderes. Das, was da als Bahava bezeichnet ist, dieses Werden, etwas, was schon da ist, ein Vorgang, der sich jetzt im Moment, im Ergreifensmoment vollzieht, dieser Vorgang, der ist Werden. Wir sehen ihn bloß nicht. Das ist ein Werden, ja, wo hinein denn? Befriedigen, das ist ja ein Werden, ein Bewirken in die Psyche hinein, in das Herz hinein. Und wir wissen, unser Herz ist noch befleckt, ist noch trübe, wir durchschauen es nicht. Und deswegen, und nur deswegen, ist für uns Bahava, dieses Werden aus dem Befriedigen, das jetzt schon im Moment da ist, nicht sichtbar. Es nur deswegen können wir es mit Recht etwas Verborgenes nennen, aber es ist nicht etwas, was uns auf ewig verborgen ist oder in irgendeinem Raum sich abspielt, wo man nie hinkommen kann, wo irgendwelche fremden Mächte walten. Was dort waltet, das sind nur die unkontrollierten Teile unseres Herzens und derer sind noch sehr viele und die sperren uns davon ab und die stärken wir immer, indem wir hier vermeinen, Manjeti, indem wir noch in der falschen Weise denken und indem wir befriedigen und befriedigen. Währenddem machen wir schon Bahava.
Es ist sehr hilfreich, wenn wir uns das so an dem Vergleich eines Sackes vergegenwärtigen, wo man dauernd hineinstopft. Der Sack ist da, aber wir müssen dabei wissen, das ist nichts Statisches, es ist nicht ein feststehender Sack, in den Dinge hineingeworfen werden, sondern es ist wie aus der Wurzel etwas wächst. So ist das ein gegenwärtiges Wachsen, vor dem wir uns aber dauernd selber absperren, durch dieses unselige Befriedigen, mit dem wir das Herz trüben, dass es nicht durchsichtig ist, dass wir gar nicht sehen, was wir da unten zum Brodeln bringen. Und aus diesem Werden, das muss irgendwann zur Erscheinung führen, selbst für uns. Unser Herz ist so befleckt, dass wir es nicht während des Entstehens sehen, aber auf der anderen Seite, wenn wir mal an höhere Welten denken, da merkt ja einer viel schneller Veränderungen des Herzens schon am Äußeren. Selbst in noch gar nicht so sehr hohen Himmelswelten lesen wir ja Berichte, dass da jemand, wenn er einen schlechten Gedanken hat, dass sich sein Gewand verfärbt oder dass er größer oder kleiner wird. Wenn Sie an Vepacitti denken, der, wenn er dachte, ich habe Recht, dann wurde er winzig klein, und wenn er sagte, die Götter haben Recht, dann veränderte sich seine Gestalt wieder, oder dass sich die Gewänder, dass die in verschiedenen Farben leuchten. Wenn da einer an sich runtersieht, dann kann er schon sehen, was er jetzt gerade im Moment mit seinem Bhava gemacht hat. Da tritt dieses Werden, diese Entwicklung aus der Wurzel des Befriedigens am Herzen, die wird sofort zur Erscheinung. Das Herz schimmert sehr schnell und sehr weitgehend durch. Aber da sind wir eben nicht. Wir haben um unser Herz herum durchdauerndes, zähes, festes Befriedigen und Ergreifen. Da haben wir um unser Herz herum einen Panzer gelegt, eine richtige Kruste. Und da müssen wir leben eigentlich fast nur vom Überdruck im Bhava. Wir geben dauernd durch Befriedigen, geben wir dauernd Druck und Druck und Druck in die Psyche hinein. Und ganz langsam und zäh verändert sich bei uns dadurch die Erscheinung. Irgendwann beult sich dann die Psyche aus und so eine Beule, die merken wir dann als Erscheinung, die steht heraus, existere, herausstehen, nennen wir ja Existenz. Deswegen ist es ein zwangsläufiger Vorgang, dass aus diesem Werden das gegenwärtige Wirkung des Befriedigens ist, dass daraus Erscheinung hervorgeht. Und nur weil wir so zähleibig und zähherzig sind und das Herz nicht sehen können, nur deswegen überrascht uns das. Wir sehen es eben nicht allmählich wachsen und werden. Wir sehen nicht, dass wir mit jeder Tat, mit jedem Wort, mit jedem Gedanken, mit jedem einzelnen Gedanken Druck in die Psyche hineingeben, bis dann irgendwann der Deckel aufgeht und es pfeift wie bei so einem kochenden Topf, der ja auch, wenn der Deckel schwer genug oder gar festgeschraubt ist, manchmal recht lange braucht. Und dann ist es sehr überraschend, wenn da irgendetwas aufplatzt oder herauszischt. So ist unsere Erscheinung, lauter plötzliche, unvorhergesehene, überraschende, unbemerkte, erschreckende manchmal auch überraschend scheinbar erfreuliche Dinge für kurze Zeit. Aber wir haben das gar nicht so im Griff, was Bhava heißt. Das ist nicht eine Macht, die da irgendwo sitzt. Das ist das, was dauernd und dauernd geschaffen worden ist. Nur braucht es eben seine Zeit aus der Sanya her gesehen, in der ja nur die Zeit drin ist. Da wissen wir nicht mehr, wissen gar nicht, beobachten uns nicht, wie da dauernd Druck hineingegeben worden ist. Und wenn dann wirklich mal etwas aus diesem kochenden Kessel als Erscheinung herauszischt, so eine Dampfwolke, die Gestalten annimmt, wenn das geschieht, dann macht uns das den Eindruck, selbst wenn wir das zu verfolgen suchen, als sei das die Folge von etwas, was lange, lange, lange zurückliegt. Aber dieses Wirken selber, dieses Druckgeben in die Psyche hinein durch Befriedigen, das ist etwas, was sich außerhalb der Zeit vollzieht. Die Dampfwolken, die aus dem Kessel herauskommen, die machen Zeit, die geben den Eindruck von Äonen, die selbst dem, der Rückerinnerung hat, dann das Bild vermitteln, hier hat einer vor 27 Leben die und die Tat getan und das wirkt sich jetzt so und so aus. Das sind nur die Gestalten, die diese Dampfwolken auf
annehmen, die aus diesem kochenden Kessel herauskommen. Die Struktur dieser Dampfwolken, ob sie die oder jene Gestalt, Löwe oder Schloss oder was auch immer annehmen, das ist gewirkt worden, wie wir aus unserer zeitlich eingrenzenden Sanya sagen, damals, früher einmal. Ob aber diese Struktur, diese Gestalt, Löwe oder Schloss, ob das nun aus Gussstahl, Eisen fest bedrängend dasteht oder ob das feineres, leichteres Material hat und ob es uns und wie es uns bewegt und erschüttert oder nicht, das machen wir mit unserem jetzigen in Anführungsstrichen Herzen. Aber früheres Herz, jetziges Herz, wie wir es auch nennen, es ist immer die Psyche. Dieser ganze Raum, den wir in diesen 8 Durchgängen abgeschritten haben durch die verschiedenen Erlebensweisen, dieser Raum der Gewahrung, er ist nichts anderes als der Raum der Psyche. Nur einer Psyche, die eben für uns nicht durchsichtig ist, dass wir eben nicht diese Ströme des Befriedigens sehen, die immer mehr Spannung schaffen, die dann irgendwann in etwas, was im Herauszischen erst als irgendwann erscheint, in Erscheinung treten. Deswegen heißt es nicht nur im ersten Satz, Befriedigen ist des Leidens Wurzel, sondern es wird fortgesetzt und dieses Wurzelhafte, nämlich das Werden in der Psyche, Bhava, muss zwangsläufig zur Geburt, zum Erscheinen führen. Das kann man nicht verhindern. Und das wissen wir, Gewordenes, alles was auf diese Weise hervorgebracht wird, das ist ja bedingt hervorgebracht und deswegen eignet ihm Altern und Vergehen. Und diese gewaltige, eherne Gesetzmäßigkeit, die hat der Erwachte völlig durchschaut. Er hat durchschaut, dass dieses entsetzliche Manyati, dieses Vermeinen, dass uns das von der Psyche trennt, das macht uns den eisernen Vorhang zwischen unserem Erleben und unserer Psyche. Das hindert uns daran, in diesen Kessel hineinschauen zu können, die Spannung da drin zu sehen, zu wissen, wodurch man sie abbauen kann, das zu sehen und dadurch das Ganze zu entspannen. Dadurch kommt die Zwiesal zustande, dass man über diese haarfeine Schwelle hinwegstolpert, dass man nicht merkt, dass bei allem, was da gewahrt wird, dass das nur Bilder aus dem Dampfkessel der Psyche sind und dass man deswegen immer wieder Druck hineingibt in der Meinung, an einer Außenwelt draußen etwas zu bewirken, dass man meint, man würde etwas in eine Außenwelt hineinsetzen. In Wirklichkeit setzt man es nicht in eine ringsum offene Außenwelt hinein, in der Hoffnung etwas zu erlangen, sondern man stopft das alles in die Psyche hinein und spannt und spannt und spannt sie immer mehr. Und deswegen muss immer wieder der Druck abzischen als verbrennende Dampfwolke. Und das ist unser ganzes Erleben. Manyati trennt. Das trennt uns vom Herzen. Manyati trennt das Herz von der Erscheinung. Und ein Heilgewordener, der hat das aufgegeben und deswegen ist ihm das entspannt, rundum durchschaute, abstoßungs-, anziehungslos gewordene Herz völlig durchsichtig und völlig klar geworden. Und das hat ein vollkommen Erwachter aus eigener Arbeit, aus einem unendlichen Mühen und nach äonenlanger Vorbereitung selber entdeckt. Und er kann es andere lehren. Und hier liegt der gewaltige, in der Geschichte, in der Entstehungsgeschichte gewaltige Unterschied zwischen einem Heilgewordenen, der dadurch heil geworden ist, dass er diese Belehrung aufgenommen hat, dass er schon weiß, du musst von Gier, Hass und Verblendung frei werden. Indem du von Gier und Hass frei wirst, lösest du auch die Verblendung. Und dem dazu Übungen gesagt werden,
dem nicht nur eine erste und zweite und dritte Wahrheit gesagt wird, dem nicht nur gesagt wird, das ist das Leiden und so entsteht es und so vergeht es, sondern dem auch noch der Weg dazu gesagt wird, die ganze Fülle von Übungen für jedes, für jede Veranlagung, die ganz bestimmte Übung, wenn man sich das aneignet, kann man sich immer mehr helfen. All das hat ein vollkommen Erwachter nicht gehabt. Dem hat keiner gesagt, wie er frei werden kann, wo überhaupt das Leiden liegt. Und der ist aber durchgestoßen durch die gewaltige Kraft des Fragens und Beobachtens und Durchbohrens zur Entdeckung dieses Grundgesetzes. Es heißt am Ende dieser gewaltigen Rede, dieser grundlegendsten Rede, die wie so ein Fundament unter allen Lehrreden steht, am Ende heißt es zwar in der Neumannschen Übersetzung, also sprach der Erhabene, zufrieden freuten sich jene Mönche über das Wort des Erhabenen. Es steht aber in keiner der asiatischen Textausgaben, zufrieden freuten sich jene Mönche, sondern da steht, jene Mönche freuten sich nicht. Napinandanti über jene Worte des Erhabenen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich das zu erklären. Es zeigt aber die Tatsache, dass dies die einzige Lehrrede ist, wo wir diese ganz andere Wendung finden, die zeigt den ganz besonderen Rang, die ganz besondere Tiefe dieser Rede. Die Erklärungsmöglichkeiten sind verschieden. Man kann einmal sich vorstellen, dass auch diejenigen, welche die Lehrreden zusammenstellten, die ja schon ein halbes Jahr nach dem völligen Erlöschen des Erwachten auf einem Konzil von 500 Heiligen gesammelt wurden, dass die bei keiner Lehrrede Anstoß daran nahmen, im sprachüblichen Sinne die Erhobenheit und innere Glättung der Mönche durch den Ausdruck zufrieden freuten sich jene Mönche, dass sie da nirgends Anstoß nahmen, außer in diesem Fall, wo eben wirklich Nandi ganz zutiefst als die Wurzel allen Leidens gezeigt wird. Das wäre eine Möglichkeit der Erklärung. Es gibt noch eine andere. Es wird gesagt, diese Lehrrede sei vor einer Schar von Mönchen gehalten worden, die vormals Brahmanen waren. Denkgeschulte Menschen mit einem gewissen Stolz und die hätten, nachdem ihnen diese Lehrrede gesprochen worden war, sie zunächst nicht verstanden. Sie seien fassungslos gewesen und manche hätten sogar gezweifelt, ob jemand, der eine scheinbar so unverständliche Rede hielte, ob das überhaupt der richtige Meister sein könne. Und dann seien sie aber weitergewandert und hätten diese gewaltigen Worte, die ja auch leicht zu merken sind, die hätten sie immer betrachtet und betrachtet. Und dann sei ihnen plötzlich oder allmählich, wie auch immer, sei ihnen der Gehalt dieser Rede, zu der wir uns ja den Zugang versucht haben zu erschließen, aufgegangen. Und man ist natürlich leicht geneigt, diesen Erklärungsversuch als eine spätere Zutat zu werten. Es gibt aber immerhin, ich möchte das offen lassen, wir sind ja alle nicht dabei gewesen, aber wir wollen uns doch etwas mit beschäftigen, wegen des besonderen Ranges der Rede. Es gibt aber in der angereihten Sammlung, im Dreierbuch, das ist die 126. Rede, in der Nyanaponikaschen Zählung, die 123. in der älteren Auflage, da gibt es eine Lehrrede, die ist ganz kurz, und da sagt der Erwachte zu einer Schar von Mönchen Folgendes: Aus Überblick, nicht ohne Überblick, Apinya ist der Überblick, begründet, nicht unbegründet, überzeugend, nicht ohne zu überzeugen, zeige ich die Lehre. Daher sollte man meiner Ermahnung folgen, meine Weisung erfüllen, und angebracht ist es, wenn ihr zufrieden seid, begeistert und frohen Mutes im Gedanken, ein vollkommen Erwachter ist der Vollendete. Wohl dargetan wurde vom Vollendeten die Lehre. Auf dem rechten Pfade wandelt die Mönchsgemeinde.
Freudig stimmten da jene Mönche den Worten des Erhabenen zu. Und während diese Rede gehalten wurde, diese kleine Rede, das ist nun wieder das Besondere, erbebte das tausendfache Weltsystem. Ein solches Weltbeben wird ja nur von ganz einschneidenden Ereignissen berichtet. Es wird berichtet von der Geburt des Erwachten, von der Erwachung und vom völligen Erlöschen. Und in dieser einen Darlegung wird es auch gesagt, obwohl da in dieser kleinen Rede fast gar nichts steht. Und dazu wird nun erklärt, ja, diese kleine Rede sei gehalten worden, nachdem dieser Schar Mönche, die empfangen hatten, die erste Lehrrede und die sie lange, lange nicht verstanden hatten und die dann auf ihrer Wanderschaft damit umgegangen waren und die dann plötzlich die ganze Tiefe begriffen hatten, die plötzlich gesehen hatten, wo aller Dinge Wurzel liegen. Genügen, befriedigen ist die Wurzel allen Leidens. Dass die das nun verstanden hatten und nun in dieser Haltung des Verstandenhabenden um den Erwachten saßen und der Erwachte hat ihnen dann gesagt, ja, seht ihr, aus Überblick, nicht ohne Überblick, begründet, nicht unbegründet, überzeugend, nicht ohne zu überzeugen, zeige ich die Lehre. Daher folgt meiner Weisung und es ist angebracht, wenn ihr zufrieden seid, begeistert und frohen Mutes, in dem Gedanken, ein vollkommen Erwachter ist der Vollendete, wohl dargetan vom Vollendeten die Lehre. Auf dem rechten Pfade wandelt die Mönchsgemeinde. Ich möchte Ihnen gerne noch an einer ganz kleinen Lehrrede, zu der man kaum etwas zu erklären braucht, zeigen, wie diese Gipfel- oder Wurzeldarlegung, sagen wir lieber Wurzeldarlegung der ersten Lehrrede, in ihrer kürzesten Formel innerhalb von Minuten ein groß angelegtes Wesen zur Heiligkeit gebracht hat. Ich will Ihnen diese kleine Rede aus dem Udana, das ist dort im ersten Kapitel die 10. Rede, ich will sie Ihnen einfach vorlesen. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Savatthi im Cetahaine im Klostergarten des Anathapindiko. Zu jener Zeit aber lebte Bahia Daruchirya in Suparaka am Ufer des Meeres. Er wurde geehrt, wertgeschätzt, hochgeachtet, respektvoll gegrüßt und mit Aufmerksamkeiten bedacht. Und erhielt die erforderlichen Dinge, nämlich Gewandung, Almosenspeise, Lagerstätte und Arznei für Krankheitsfälle. Und während nun Bahia Daruchirya einsam sinnend weilte, erhob sich in seinem Gemüte folgende Erwägung. Ich bin doch wohl auch einer von all denen, die in der Welt heil gewordene sind, oder die den Weg zur Heiligkeit betreten haben. Aus diesen wenigen Worten weht uns schon so ein Hauch von Größe an. Ein Mann, hochgeachtet bei allen Menschen, lebt einsam am Gestade des Meeres und er hat so rein gelebt und so gestrebt, dass er bei einer ehrlichen Selbstprüfung von sich sagt, nun nicht stolz geschwellt, ich bin einer, sondern mit einem leisen Vorbehalt noch, als eine Frage, ich bin doch wohl einer. Man könnte es sogar vom Wortlaut her übersetzen, ob ich wohl auch einer von denen bin, die in der Welt heil gewordene sind, oder, so kritisch ist er, so vorsichtig, oder die den Weg zur Heiligkeit betreten haben. Aber eine mitleidige, auf seine Wohlfahrt bedachte Gottheit, vormals ein Blutsverwandter des Bahia Daruchirya,
welche im Herzen die innere Erwägung des Bahia Dharmacarya bemerkte, begab sich hin zu Bahia Dharmacarya und sprach zu Bahia Dharmacarya also: Weder bist du, Bahia, ein Heilgewordener, noch hast du den Weg zur Heiligkeit betreten. Auch ist dieser, dein Pfad, nicht solcher Art, dass du auf ihm ein Heilgewordener werden oder den Weg zur Heiligkeit betreten könntest. Das war also einer, der bei aller großen Reinheit hier noch das feine Haar auf der Schwelle nicht gesehen hatte, nicht hatte sehen können, weil es ihm keiner gezeigt hatte. Und da fragt er nun, auch die Reaktion zeigt, welch ein Wesen das war, er fragt sofort, welche sind denn nun aber in der Welt, einschließlich der Götter, Heilgewordene oder solche, die den Weg zur Heiligkeit betreten haben. In nördlicher Gegend, Bahia, liegt eine Stadt mit Namen Savatthi. Dort weilt gegenwärtig jener Erhabene, der vollkommen Erwachte. Er, der Erhabene, Bahia, ist nämlich ein Heilgewordener und verkündet auch die Lehre zur Heiligkeit. Da ging von jener Gottheit in gewaltige Erregung versetzt Bahia Dharmacarya unverzüglich von Suparaka fort und begab sich in einer Nacht die ganze Strecke durcheilend nach Savatthi zum Chetahain in den Klostergarten des Anathapindiko, wo der Erhabene sich aufhielt. Wir müssen dazu wissen, der Ort Suparaka liegt bei Bombay und Savatthi liegt im nördlichen Mittelindien. Er hat in einer Nacht nur mit magischer Macht möglich die ganze Riesenentfernung von einigen 100 Kilometern zurückgelegt. So stark war sein Sehnen herauszukommen, ein Ziel, das er noch gar nicht kannte, zu erreichen. Auf das Wort, da ist ein vollkommen Erwachter. Und nun ist er in Savatthi. Zu jener Zeit aber gingen viele Mönche im Freien auf und ab. Und Bahia Dharmacarya begab sich zu jenen Mönchen und sprach dort zu den Mönchen also: Ihr Herren, wo weilt wohl gegenwärtig der Erhabene, vollkommen Erwachte? Ich habe das Verlangen, diesen Erhabenen, vollkommen Erwachten zu sehen. Der Erhabene Bahia ist in die Häuser wegen Almosenspeise gegangen. Da entfernte sich Bahia Dharmacarya in größter Eile aus dem Chetahaine, und als er nach Savatthi gekommen war, sah er den Erhabenen auf seinem Almosengange in Savatthi, den anmutreichen, glückverheißenden, dessen Sinne und Herz sanft sind, der höchste Selbstbeherrschung und Ruhe erlangt hat, den beherrschten, bewachten Sinnenzügler, den Gewaltigen. Und als er ihn erblickte, begab er sich hin zum Erhabenen, neigte dort sein Haupt zu den Füßen des Erhabenen und sprach zum Erhabenen also: Es möge mir, Herr, der Erhabene, die Lehre verkünden. Es möge mir der Heilige die Lehre verkünden, auf dass es mir für lange Zeit zum Wohle, zum Heile gereiche. Nach diesen Worten sprach der Erhabene zu Bahia Dharmacarya also: Einstweilen ist es unpassende Zeit, Bahia. Ich bin auf dem Wege zu den Häusern, wegen Almosenspeise begriffen. Aber ein zweites Mal sprach Bahia Dharmacarya zum Erhabenen also: Nun ist dies aber schwer zu erkennen, Herr, nämlich was in dem Leben des Erhabenen oder in meinem Leben an Hindernissen dazwischen treten kann. Es möge mir, Herr, der Erhabene, die Lehre verkünden. Es möge mir der Heilige die Lehre verkünden, auf dass es mir für lange Zeit zum Heil und Wohl gereiche. Und zum zweiten Mal sprach der Erhabene zu Bahia Dharmacarya: Einstweilen ist es unpassende Zeit, Bahia.
Ich bin auf dem Wege zu den Häusern wegen Almosenspeise. Und ein drittes Mal sprach Bahia Daruchiria zum Erhabenen also: Nun ist dies aber schwer zu erkennen, Herr, nämlich was in dem Leben des Erhabenen oder in meinem Leben an Hindernissen dazwischentreten kann. Es möge mir, Herr, der Erhabene die Lehre verkünden. Es möge mir der Heilige die Lehre verkünden, auf dass es mir für lange Zeit zum Heil und Wohl gereiche. Was das betrifft, Bahia, so sollst du dich also in dieser Weise üben, dass alles das, was du siehst, hörst, denkst oder was du erfassest, ausschließlich nur als Gesehenes, Gehörtes, Gedachtes und Erfasstes zu gelten hat. Wörtlich, dass alles, was du siehst, hörst, denkst, dass bei allem, was du siehst, hörst, denkst, erfassest, eben nur Gesehenes, Gehörtes, Gedachtes, Erfasstes entstehen soll. Das ist der genaue Gegensatz zu dem, bei Gesehenem denkt er an oder Gesehenes gewahrt er als von einem Gesehenen ausgehend, als wäre da noch etwas draußen, sondern das ist wirklich nur, da ist nur Gesehenes. Da ist Gesehenes entstanden, das vergeht auch wieder. Das ist also der Kern, und um das in diesem einen kleinen Satz, in diesem lebensdaseinsrettenden Satz bringen zu können, hat der Erwachte sichtbar diese Spannung in dem Bahia Daruchiria erzeugt, hat ihm gesagt, im Augenblick ist es nicht an der Zeit, ich bin auf dem Weg nach Almosen. Und da hat er immer drängender dieses Verlangen gemacht und hat den ganzen Geist und das ganze Herz seines Zuhörers so völlig zugespitzt auf diesen einen Lehrsatz. In dieser Weise also, Bahia, hast du dich zu üben. Insofern nun, Bahia, alles das, was du siehst, hörst, denkst oder erfassest, für dich ausschließlich nur als Gesehenes, Gehörtes, Gedachtes oder Erfasstes gilt, gehörst du weder einem Hier noch Dort, weder einem Hienieden noch einem Jenseits an, noch auch dem, was innerhalb beider liegt. Eben dies ist das Ende des Leidens. Da wurde durch diese in kurzer Form gehaltene Lehrverkündigung des Erhabenen das Herz des Bahia Daruchiria auf der Stelle, ohne mehr zu haften, von den Einflüssen erlöst. Und nachdem nun der Erhabene dem Bahia Daruchiria diese in kurzer Form gehaltene Ermahnung erteilt hatte, ging er fort. Nicht lange aber, nachdem der Erhabene fortgegangen war, fiel eine Kuh, die ein junges Kalb hatte, dem Bahia Daruchiria an und beraubte ihn des Lebens. Und als nun der Erhabene in Savatthi um Almosen gegangen war und sich nach dem Mahle vom Almosengange zurückgekehrt, mit vielen Mönchen aus der Stadt entfernt hatte, sah er den Leichnam des Bahia Daruchiria. Als er ihn erblickte, richtete er das Wort an die Mönche: Nehmt, Mönche, den Leib des Bahia Daruchiria, legt ihn auf eine Bahre, tragt ihn fort, verbrennt ihn und errichtet ihm ein Denkmal. Ein Mitasket von euch war der Tote. Ja, Herr, erwiderten da jene Mönche dem Erhabenen. Dann legten sie den Leib des Bahia Daruchiria auf eine Bahre, trugen ihn fort, verbrannten ihn und errichteten ihm ein Denkmal. Alsdann begaben sie sich hin zum Erhabenen, begrüßten den Erhabenen und setzten sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprachen nun jene Mönche zu dem Erhabenen also: Verbrannt, o Herr, ist der Leib des Bahia Daruchiria.
und ein Denkmal ist ihm errichtet. Welches ist sein Weg? Welches sein künftiger Zustand? Mönche, als ein Wohlbewanderter wandelte Bahia Daruchirya den Gesetzen der heilenden Lehre gemäß. Und er hat mir in Sachen der heilenden Lehre keine Mühe bereitet. Vollkommen erlöst, ihr Mönche, ist Bahia Daruchirya. Dann sprach der Erhabene, nachdem er festgestellt hatte, was dies zu bedeuten hat, bei jener Gelegenheit folgende Denkworte. Wo Wasser, Erde, Feuer, Luft nicht irgend Boden finden kann, da geben keine Sterne Licht und eine Sonne leuchtet nicht und auch ein Mond erscheint dort nicht, denn dort gibt's keine Dunkelheit. Und wenn der Weise aus sich selbst im Schweigen sehend heilig ward, ist er von Form, Formlosigkeit, von Wohl und Wehe abgelöst.